Hallo und herzlich willkommen zur Schelmschau 123. Hübsche runde Zahl an einem hübschen Tag. Heute war Feiertag und da finde ich mal wieder Zeit, eine Schelmschau zu machen zu einem Thema, was ich jetzt schon lange mal machen wollte. Wir gehen nämlich heute hinab in dunkle Dungeons und schauen uns einmal an, wie der Computer verwendet werden kann, um derartige Kellergewölbe und unterirdische Höhlen und so weiter generieren zu können. Es gibt da einen sehr schönen Algorithmus, den ich euch mal zeigen wollte, den ich auch selbst mal ausprobieren wollte, der sogenannte Wave Function Collapse Algorithmus, und den gucken wir uns gleich mal en Detail an. Vorher werfen wir aber natürlich wie immer einen Blick auf die Nachrichten der Woche. Ja, die echten Produkte kommen leider erst nächste Woche. Deshalb kann ich euch erstmal wieder nur ein paar PDF-Dateien zeigen. Und da geht's direkt los mit einer Abenteuer-Anthologie. Gehörnte Gefahren heißt sie und beinhaltet drei Abenteuer mit Wesenheiten, die Hörner am Kopf haben. Und ich nehme an, dass die alle nur am Kopf sind. Die Halle des Widders, von Garen vergessen, und Feenkrieg heißen die Abenteuer, und da ist bestimmt für jeden was dabei. Ich will hier nicht alles wieder spoilern, aber ich wollte euch eine schöne Karte zeigen, die hier drin ist. Die fand ich ganz erwähnenswert. Wir stellen mal um auf die richtige Ansicht. Einmal noch klicken. So, jetzt kommt sie. Genau, wir haben hier nämlich eine Karte von Ortis, und die ist tatsächlich mal wirklich ein ganz, ganz neuer Stil. Sowas hatten wir in DSA noch gar nicht, soweit ich weiß. So eine Karte in einer öffentlichen Publikation kenne ich nicht. Die Karte an sich, die kennt man aber, denn die ist, ich weiß gar nicht, ob diese Karte, aber den Stil dieser Karten in jedem Fall, denn es gibt einen Künstler auf Facebook, der des Öfteren mal solche Bilder gezeigt hat, und der hat sich jetzt hier auch verwirklichen dürfen. Das ist Adrian Delaney, wie auch immer. Der hat jetzt hier eine schöne, so mittelalterlich anmutende Karte reingepackt. Finde ich sehr cool. Zu den Abenteuern an sich kann ich nicht viel sagen. Autoren sind Thomas Jaud, Pascal M. Pulke und Max Wetterauer, mit Beiträgen von Diana Raffoth. Also, da könnt ihr dann bald loslegen und euch auf die Hörner nehmen lassen, wenn ihr das denn wollt. Zweites Produkt, was ebenfalls frisch in dieser Woche eingetroffen ist und was ein etwas kurioseres Produkt der DSA-Geschichte ist, ist nämlich der im Rahmen des Rajas Gunst der Göttin Crowdfunding erschienene Amaziella Boswanis Bordellführer. Genau, ein Bordellführer ist natürlich etwas, was nicht so häufig bisher erschienen ist. Und das Ding ist als Ingame-Band designt, wieder mit sehr schönen Randverzierungen von Tokala, nehme ich an. Und da haben wir auch ein Inhaltsverzeichnis. Und was sieht man da? Ja, wir haben ganz, ganz viele Etablissements in Aventurien, von der übelsten Absteige bis zum nobelsten Edelpuff sozusagen. Und da gibt es noch ein paar Worte zur Prostitution, zur rotseidenen Gilde von Gareth, Gilde der Kurtisanen zu Mengbila und eine Bordellübersicht noch. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist ein Werk, was ziemlich frei von Illustrationen daherkommt. Also bis auf einzelne Stimmungsbilder hier drin ist da relativ viel Textwüste, aber die Bilder sind alle wunderschön, alle von Tokala gezeichnet, wie man sieht. Und das finde ich ganz cool. Ich habe mir jetzt noch nichts davon durchgelesen. Es gibt hier durchaus auch eine Karte mindestens drin, habe ich gesehen, die ich jetzt natürlich nicht wiederfinde. Aber ansonsten, es mir persönlich würde für einen Einsatz am Spieltisch eigentlich noch, also man hätte gerne nur ein Drittel der Etablissements für mich nehmen können, dafür überall Pläne und Meisterpersonen oder sowas dazu nehmen können. Aber egal, das alles ist bestimmt sehr stimmungsvoll geschrieben. Und wenn ihr mal jetzt in das Bedürfnis kommt, ein Bordell in euren Abenteuern aufzusuchen, dann habt ihr hier mehr als genug Auswahl, nehme ich mal an. So,
Das waren Produkte, die es jetzt schon als PDF gibt und die bald als Druckwerk erscheinen werden. Ein Produkt, was jetzt in der, eigentlich schon da ist, aber jetzt erst in der kommenden Woche wahrscheinlich mit verschickt wird, ist die Travia-Statue. Da wollte ich noch mal ein kurzes Wort zu sagen. Denn die ist ja seit letzter Woche vorbestellbar und vorbestellbar heißt, sie war im Collectors Club nur vorbestellbar zunächst. Das sorgte für ein bisschen Verwirrung, denn zum einen ist nicht jeder im Collectors Club. Man brauchte natürlich 25 Punkte, um dort eines dieser Produkte erwerben zu können. Und weiterer Nachteil ist, die Sachen im Collectors Club werden über Vorkasse In der Nachricht, die man kriegte, wenn man da bestellt hat, stand was von Vorkasse. Tatsächlich werden die aber eigentlich per Rechnung verschickt. Ganz anders als die Sachen im F-Shop. Die kann man ja mit diversen Zahlverfahren, unter anderem PayPal und so weiter, bezahlen. Also wenn ihr euch da, wenn ihr euch eine Statue holen wolltet, dann musstet ihr die im Collectors Club holen und musstet dann darauf warten, bis sie geschickt wird und dann per Rechnung im Nachhinein bezahlen. Ihr könnt jetzt aber auch ganz klassisch im F-Shop noch Exemplare erwerben. Die sind jetzt tatsächlich rübergewandert. Das hat den einfachen Grund, dass Markus Plötz die da reingestellt hat, weil er dachte, das wäre eine gute Idee, aber er nicht an einige dieser Konsequenzen gedacht hatte und deshalb hat man es jetzt einfach wieder rübergeschoben. Also jetzt darf jeder eine dieser auf 100 Exemplare limitierten Statuen erwerben. Wer zur Collectors Club Con am Samstag fährt, der kann die Statue auch wahrscheinlich direkt dort mitnehmen und vor Ort bezahlen, wenn ihr die denn vorbestellt habt. Ich habe tatsächlich eine Statue vorbestellt, die kann ich dann in die Kamera halten, aber die habe ich tatsächlich für einen Sammler mitgekauft, der nicht im Collectors Club ist. Der kriegt die dann nachher von mir zum gleichen Preis und ich darf sie vorher einmal in die Kamera halten. So haben wir eine Win-Win-Situation. Ihr seht sie einmal und ich habe einen Sammler glücklich gemacht, wobei er im Nachhinein natürlich auch im F-Shop hätte bestellen können. So, dann sollten wir vielleicht einmal auf das Redax Insight von letzter Woche zu sprechen kommen, denn da hatten Alex und Johannes ein wenig über die aktuellen Stände der Projekte geredet, unter anderem über die Crowdfundings, Gunst der Göttin, die Produkte, wie weit sie sind, was da alles noch kommt und so weiter, über die aktuellen Änderungen, die noch an Büchern gemacht werden und so weiter. Aber der eigentlich spannende Teil war natürlich die Winterwacht. Genau, wir starten ja nächste Woche mit dem neuen Crowdfunding, mit der Regionalspielhilfe für das Bornland. Und da wurden jetzt tatsächlich die Bilder für die beiden Versionen des Hauptbandes mal gezeigt, die ich euch jetzt ja auch mal eben in die Kamera halten kann. Zum einen haben wir dort den Standardband, die Winterwacht, und da werden so manche Sammler natürlich sofort schlucken und sagen, was ist das denn? Wir haben ein neues Layout für diese Bücher. Zumindest das Cover ist neu gestaltet, hat nicht mehr den üblichen grünen Rahmen drumherum. Und mit diesem Band will man wohl mal ein paar andere Wege gehen. Auch die Sonderausgabe sieht ein bisschen anders aus als die regulären Ausgaben, aber ja, durch das grüne Hardcover sieht die wahrscheinlich noch ähnlicher den alten Ausgaben aus als die Standardausgabe hier. Da gab es dann natürlich auch direkt wilde Spekulationen, was das Ganze zu bedeuten hat. Die weiteren Informationen werden wir auf der Collectors Club Con übermorgen erhalten. Wenn ihr schon mal ein wenig mitraten wollt, was das Ganze zu bedeuten hat und was wir alles schon wissen und wo wir noch Mutmaßungen anstellen können, dann kann ich euch nur empfehlen, einmal bei Hinter dem schwarzen Auge bei Gernot vorbeizuschauen. Der hat das nämlich sehr, sehr ausführlich in einem Blogbeitrag beschrieben, was wir alles schon wissen und so weiter. Also da könnt ihr mal ein bisschen mit spekulieren. Hier auch nochmal ein Bild von den Helden der Winterwacht. Auch bei Norrisburg gab es eine kleine Reaktion daraus, Spekulation, was denn jetzt wohl die kommende Roadmap alles so bringen wird.
Und ja, ich kann ja auch mal meinen Senf dazu abgeben. Also meine Vermutung ist, dass wir jetzt bei den Regionalspielhilfen wirklich eine Trennung haben zwischen Ingame, nein, nicht Ingame-Bänden, nein, zwischen einfachen Lore-Bänden, wo wirklich nur Fluff drin ist, und halt den Crunch-Bänden. Die Regeln sind dann wirklich nur in den Helden der Winterwacht drin, meiner Meinung nach. Das heißt, ihr seht mich gar nicht. Das heißt, die Regionalspielhilfe wird wahrscheinlich regelfrei sein, würde ich mal sagen. Und alles, was an Regeln ist, muss man dann in Helden der Winterwacht nachschlagen. Das heißt, wir haben jetzt eine Zweiteilung der Regionalspielhilfe. Die Rüstkammer wandert mit in das Heldenbuch. Ja, was soll das Ganze? Das hat natürlich den großen Vorteil für Ulysses und auch für alle anderen, dass man diese Bücher jetzt auch verkaufen kann an Leute, die nicht DSA 5 spielen. Also, wenn ihr DSA 4-Spieler seid, DSA 3-Spieler, DSA 2-Spieler, DSA 1-Spieler und ihr wollt einfach nur wissen, wie der aktuelle Stand im Bornland ist, dann werdet ihr wahrscheinlich die Winterwacht-Bücher, das Hauptbuch dafür verwenden können und müsst euch keine Sorgen machen, dass ihr damit ganz vielen DSA 5-Regeln zugeschmissen werdet. Das ist zumindest meine Interpretation des Ganzen. Ja, und das Ganze soll auch als Einsteigerregion dienen können. Das heißt, ja, vielleicht geht man nicht ganz so in die Tiefe wie mit den im Land des Bären Spielhilfen oder so wie früher. Dafür wird es hoffentlich ein wenig Metaplot-Nachwirkungen geben. Denn in der Regionalkampagne wird man sich mit dem Winter im Bornland rumschlagen müssen. Winterwacht heißt das Ganze ja, also der Winter, die Jahreszeiten spielen wohl ein wenig verrückt, und wenn man die Abenteuer des, wenn man das Regionalabenteuer bestanden hat, dann soll es wohl ja, soll wohl dieser Winter enden, und das ist dann auch der Stand, den man dann in der Regionalspielhilfe nachlesen kann. Also der Stand ist nach der Theaterritterkampagne und nach diesen Ereignissen des Regionalabenteuers. Wenn ich das richtig verstanden habe, alles Weitere werden wir auf der Collectors Club Con und im startenden Crowdfunding am 24.05. erfahren. Gut, ein Produkt, was auch kommen wird, aber was es noch nicht in die Vorbestellung geschafft hat, ist der Almanach der Ungeheuer. Ein Werkstattbericht dazu kann man jetzt schon nachlesen. Der ja, kommt tatsächlich mit schönen Bildchen von Ungeheuern daher. Und wie das Buch entstanden ist, wer daran mitgeschrieben hat, wie das Ganze geschrieben ist, das könnt ihr alles in diesem Werkstattbericht nachlesen, den ich euch hier verlinkt habe. Dann könnt ihr euch auch noch mitentscheiden, ob ihr einer Meisterperson Namen versetzen wollt oder nicht. Es gibt nämlich wieder eine Abstimmung im Discord von Ulysses. Da könnt ihr euch noch bis Freitagmorgen 10 Uhr, oh, muss ich mich beeilen mit diesem Video, könnt ihr euch noch entscheiden, ob Loidara auf dem Stand am Anfang der Theaterritterkampagne oder am Ende der Theaterritterkampagne daherkommen soll. Also ein vernarbtes Gesicht. So, wollt ihr das auf eurer Miniatur haben, ja oder nein? Und ich denke, die Reaktion hier ist recht eindeutig. Ja, 72% sagen mit Narben und 27% sagen ohne Narben. Tut mir leid, Leudara, dein schönes Gesicht wird wohl entstellt werden. Dann habt ihr auch gleichzeitig noch eine Möglichkeit, die nächsten Miniaturen zu beeinflussen? Denn auf Facebook gab es eine Umfrage, was wollt ihr denn als neue Miniaturen haben? Das heißt, die Redaktion will sich nicht mehr alle Figuren da ausdenken, sondern will auch noch ein bisschen Input von euch haben. Und da könnt ihr jetzt also als Stichwortgeber hier fungieren. Da werden Kadil Okarim, Malrizio, Yadoridania, Kardan, Siebelstern, Tesia, Gilia von Kurkum, ach ja, Orks und Goblins werden gefordert, Helme, Hafax, Tronde, Torbensen. Also, ja,
sucht euch hier was aus, schreibt noch eure Sachen dazu, wenn sie hier noch nicht auftauchen und hofft, dass die dann wieder in die Abstimmung kommen und euer Vorschlag dann die meisten Stimmen bekommt. Wenn ihr euch selbst noch ein wenig mit eigener Erzählkunst einbringen wollt, dann ist vielleicht noch der horasische Geschichtenwettbewerb etwas für euch. Der wird nämlich vom lieblichen Feldbriefspiel jetzt ausgerichtet. Läuft noch bis Sonntag, 25. Juni. Ihr habt also etwas mehr als einen Monat Zeit, um euch da mit einem eigenen Text zu bewerben. Könnt eine PDF-Datei an den Kanzler Daniel Maximini schicken. Ja, und es gibt sogar auch was zu gewinnen. Der erste Platz ist ein goldenes, aufwendig verziertes Würfelset im Wert von 60 Euro. Platz 2, eine Würfelmatte im Drachenlook mit Drachenwürfeln für 40 Euro und eine hölzerne Würfelschatulle zum selber basteln ist dann der dritte Platz. Und dann gibt es sogar noch 2 extra Preise für beste Charakterbeschreibung und horasischste Atmosphäre. Ja, also ich denke, das lohnt sich doch, großzügige Preise, da kann man doch mal zu Tinte und Feder greifen. Zu Tinte und Feder gegriffen haben schon die Leute von der aventurischen Mode, denn nachdem ja schon Andergast und die Zyklopeninseln erschienen waren, ist jetzt der dritte Teil rausgekommen, aventurische Mode, Trolle und Achatz heißt das Werk, was ihr ab jetzt sofort wieder im Skriptorium Aventuris runterladen könnt. Es hat insgesamt 13 Seiten, Seite 6 bis 8 geht wohl um die Trolle und von 9 bis 11 geht es dann um die Achatz-Mode. Und auch hier gilt wieder, die Texte sehen sehr schön layoutet aus und so weiter. Die Bilder sind natürlich dann Fanwerk und sind durchaus angemessen, aber auch von unterschiedlicher Qualität. Also von solchen schönen farbigen Werken bis zu Bleistiftskizzen oder so. Ein buntes Potpourri, aber auf relativ hohem Fanniveau, möchte ich mal sagen. Also das sieht schon ganz ordentlich aus. Für komplett umsonst zum Runterladen. Ihr könnt aber auch gerne etwas für einen guten Zweck spenden. Ist im Impressum oder in der Einleitung vorne sogar noch mit angegeben. Ja, und ich glaube, das wäre dann erstmal alles. Der Rest der Informationen, die euch alle interessieren, der wird dann tatsächlich auf der Collectors Club Con am Samstag veröffentlicht werden. Und daher würde ich sagen, erzähle ich einfach mal, was ich denn jetzt fürs Wochenende geplant habe. Und das machen wir am besten drüben im Schelmischen. Ja, auch ich werde mich natürlich auf dem Weg nach Waldemstein-Fischbach machen. Und zwar schon morgen Nachmittag werde ich mit Spielkollegen Marcel aus unserer Vierhelden- und Einschelmen-Runde losfahren gen Taunus. Und wir werden uns dann dort in ein Hotel in Glashütten einquartieren, damit wir dann am Samstagmorgen rechtzeitig auf der Collectors Club Con sind und nicht zu früh am Samstag losfahren müssen. Marcel wird dann wohl auch schon auf so eine Freelancer-Veranstaltung, die am Vorabend da stattfindet, hingehen. Ich werde mich vielleicht zum Stammtisch nach Idstein aufmachen, ins Brauhaus, wenn die dann noch Platz haben und wenn der Bus mich dahin bringt. Ja, das ist so die Planung. Wir werden uns das dort angucken. Ich werde versuchen, einigermaßen zeitnah über das dort Gehörte zu berichten. Ihr wisst ja, es gibt ein buntes Programm. Es werden diverse Händler dort ausstellen. Godikon, in jedem Fall Kraken, Brennstoff weiß ich gar nicht, Metalmotte weiß ich gar nicht so genau, aber es werden bestimmt viele Leute da sein. Und wir kriegen dann auch das Palenkel endlich zu sehen, was ja schon in der Torvaler Crowdfunding als Stretch Goal mit dabei war. Und wir werden dann auch ein Video mit der Roadmap kriegen. Das Ganze wahrscheinlich erst so gegen 16.30 Uhr oder so, würde ich mal schätzen. Also ziemlich spät als feierlicher Abschluss der Veranstaltung. Ich freue mich sehr darauf. Das wird bestimmt ziemlich cool. Und vor allem wird man da bestimmt viele nette Leute sehen. Und ich glaube, das Wetter scheint auch mitzuspielen. Also es kann eigentlich nur ein perfektes Wochenende werden.
Genau, was haben wir denn gemacht? Oh, wir hatten ein ganz großartiges Wochenende letzte Woche. Ist das wirklich erst eine Woche her? Da haben wir nämlich Charyptorex 2 gespielt. Also eigentlich Charyptorex 4. In jedem Fall das zweite Abenteuer mit einer großen bösen Echse aus der Feder von Raphael Knob. Das erste Abenteuer habe ich euch ja schon ins Skriptorium gepackt, von Raphael geschrieben, von mir layoutet. Könnt ihr das dort immer noch für einen kleinen Obolus erwerben. Das zweite Abenteuer soll ebenso kommen. Ich werde das auch wieder layouten, wenn das Manuskript fertig ist. Es fehlen noch ein paar Zeichnungen, wieder von Diana Raffoth. Ja, und das war echt richtig cool. Im zweiten Abenteuer geht es jetzt in die viel zu selten bespielte Stadt Mirham, die mit einem riesigen Palast und einem Knochenmann aufwarten kann. Beides sehr schöne Dinge, die wir auch schon mal in einem Kaiser-Raul-Konvent-Workshop aufgegriffen haben für einen eigenen Abenteuerentwurf. Der ist leider nie weitergebracht worden, da ist nie was draus geworden, aber Raphael hat das Ganze jetzt aufgegriffen und das Ganze jetzt zu einem neuen Godzilla-mäßigen Charyptorex-Abenteuer umgemodelt. Wir hatten echt viel Spaß, wir sind bei Raphael zu Hause in Hürth vorbeigekommen und haben dort zusammen mit Palinai vom DSA-Sammlerarchiv, schöne Grüße, haben wir da einen echt coolen Abend gehabt und hatten viel Spaß. Mein Ex-KGA-Agent Dedo Finsterkamm hat das Ganze auch wieder knapp überlebt, wir haben gut auf die Fresse gekriegt, aber es hat sich gelohnt und ja, ich bin mit einem Grinsen nach Hause gefahren. Es war ein cooler Abend. Ja, wenn das Abenteuer kommt, werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten, wie die Layout-Arbeiten laufen und so weiter. Drachenchronik haben wir auch gespielt. Wir sind in die Pyramide des Pyrdakor weiter eingedrungen und haben dort zwei Etagen tatsächlich schon durchsucht. Und eigentlich hätte meine Gruppe auch noch das gesuchte Artefakt direkt schon finden können, denn sie sind an einem Schlingergehege vorbeigekommen und eigentlich hatte ich vorgesehen, dass in diesem Schlingergehege ein Gang zu dem persönlichen Laboratorien und Gemächern der Bösewichtin liegen, weil es dort halt am besten bewacht ist. Aber meine Gruppe hat sich nicht getraut, da runter zu gehen und will jetzt lieber die Spitze der Pyramide untersuchen. Und so werde ich das jetzt wahrscheinlich in die Schlafgemächer der Bösewichtin verlegen. Wir gucken mal, wo das Ganze dann unterkommt. Diese Woche spielen wir leider wegen des Feiertages nicht. Nächste Woche Donnerstag geht es dann wieder weiter mit hoffentlich dem letzten Heist-Abenteuerteil beim Einbruch in die Pyramide des Pyrdakor. Dann noch eine Sache, die ich gebaut habe. Endlich mal hier eine Kiste, die noch in der Ecke stand, ausgepackt und gebaut. Ja, das ist der sogenannte Bergfried von Burg Bärenfels. Das ist ja diese modulare Klemmbausteinburg von Bluebricks, die man zu beliebigen Burgen zusammenstecken kann im Prinzip und ich wollte euch das einfach mal zeigen, weil das echt Spaß gemacht hat, das zu bauen und allein dieser liebevolle Keller mit den Getränken dort und der liebevollen Ausstattung hier sogar im Brunnen glitzert noch ein bisschen Wasser. Also das ist schon echt cool, ein großer Hartkäse da hinten auf dem Fass. Ja, das alles für relativ wenig Geld. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie teuer er war, aber ich finde, das kann sich schon echt sehen lassen, das Teil. Ich freue mich schon sehr drauf, wenn das Torhaus dann endlich mal kommt. Das ist ja auch angekündigt und ja, das habe ich also die letzten Tage noch so ein bisschen gebaut nebenbei, während ich weiter fleißig Hörbücher gehört habe. Ich bin jetzt fast mit Isenborn 2 durch und habe dann also die Hälfte dieser Hörbuchreihe auch fast geschafft. Ja, ansonsten kann ich nicht viel berichten. Neue Versuche, die Inakrama-Bilder einzuscannen, sind wieder fehlgeschlagen. In der Stadtbücherei Bochum hatte man nur DIN A4-Scanner und die sind eigentlich auch nur für Bewerbungen gedacht. Deshalb muss ich jetzt wohl vielleicht doch nochmal aufs DSA-Sammlerarchiv zurückkommen, um dort die Bilder einzuscannen oder so. Wir gucken mal, wie das jetzt weitergeht. Ja, es ist alles viel zu langsam. Ich würde mir auch echt wünschen, dass ich diesen Inakrama-Kunstband schon fertig hätte. Aber das wird noch ein bisschen dauern müssen. So, und damit kommen wir jetzt mal eben zum Medientipp der Woche. Den
Tipp heißt diesmal nicht, dass ich ein Buch oder einen Film oder ein Hörbuch oder sonst was konsumiert habe, sondern ich war auch noch auf dem Herner Spielewahnsinn. Der war nämlich auch noch am letzten Samstag. Da bin ich noch mal spontan vorbeigefahren am Samstagmorgen. Ich hatte leider nicht viel Zeit, war nur insgesamt 20 Minuten oder so da. Aber ich bin einmal drüber gelaufen, habe mir so ein bisschen die Spieleneuheiten angeguckt. Jetzt war natürlich die Spiele auch in Dortmund vor relativ kurzer Zeit, also es gab nicht viel Neues. Ich hätte fast, ich habe bei mehreren Spielen überlegt, die zu kaufen, aber dann bin ich an einer Sache vorbeigekommen, die wollte ich euch einfach mal zeigen. Etwas sehr Kurioses. Hört auf den schönen Namen Turing Tumble. Turing, Alan Turing, der Erfinder des Computers sozusagen, der Vater des modernen Computers, ist der Namensgeber für dieses Rätselspiel. Es ist eine Box mit einer Kugelbahn im Prinzip da drin, mit diesen schönen fertigen Teilen, die die Kugel dann irgendwie umlenken. Und da sind auch Dinge dabei, mit denen man quasi einen Computer nachbauen kann. Man kann also hier Zählregister machen, man kann irgendwelche Flags umsetzen, man kann richtige Schleifen programmieren und so weiter. Man kann Muster am Ende als Ausgabe haben. Das Ganze findet statt in 60 Rätseln, die in diesem Ringbuch hier zusammengefasst sind. Und ja, da kann ich euch mal hier ein Beispiel zeigen. Also hier sollen wir blaue Bälle zählen, also die blauen Kugeln, die hier runterrollen, die sollen hier durch diese drei Bits, nennen die sich, rüberlaufen. Das ist also eine Zähleinheit, ein Zählregister. Und wenn die hier runterrollen auf diese blaue Wippe, dann betätigen sie die nächste Kugel. Und die Aufgabe lautet jetzt, sobald mindestens 7 Kugeln hier durchgelaufen sind, soll das dieses Fleck hier umgeschaltet werden, dieses Lilane, und soll dann auch da bleiben. Also es soll ein Überlauffleck sozusagen gesetzt werden. Und ich kann euch das Ding ja einmal kurz hier in Aktion zeigen. Was natürlich schwierig ist, wenn ich das jetzt in der Hand halte. Vor allem muss ich jetzt erstmal die Kugeln nach oben packen. Blaue Kugeln oben rein. Das hätte ich natürlich auch vorbereiten können. Ja, na klar. So, wir stellen alles richtig ein und halten es mal hier so hin. Halten es bitte nicht zu schief, sonst fällt alles runter. So, jetzt geht's los. Okay, da rollt die erste Kugel, hat das erste Fleck umgebogen. Jetzt haben wir also eine Kugel, zwei Kugeln, dritte Kugel. Ihr seht, wie die blauen Bits da immer hin und her geschiftet werden. Wir sind bei 4, 5, 6, 7. Und jetzt die nächste Kugel muss den Overflow machen. Da ist der Overflow erfolgt. Und auch wenn wir jetzt insgesamt 16 Kugeln hätten, würde dieses Overflow-Bit jetzt immer in dieser Position bleiben. Der dreht sich nämlich jetzt immer wieder zurück. Das war also eine Beispielaufgabe von Turing Tumble. Und das ist also tatsächlich eine Mischung aus Kinderspiel und aus etwas, womit man auch Informatikern viel Spaß machen kann. Ich habe das diese Woche mit zur Arbeit genommen und meine Kollegen haben da auch schön gerätselt, wie man dort wie man eine Addition von zwei Zahlen macht oder sonstige Aufgaben. Also kann ich nur empfehlen, normalerweise kostet das Ganze fast 100 Euro. Ich habe es aber auf dem Herner Spielewahnsinn für 50 Euro gekriegt. Vielleicht findet ihr es ja auch einigermaßen günstig. Für 100 Euro wäre es mir, glaube ich, zu teuer gewesen, aber für 50 Euro ist das wirklich sehr schön und man kriegt auch was fürs Geld. Also die Box ist sehr schwer und meine Tochter, 7 Jahre alt, hat damit schon Spaß gehabt und ich, 47 Jahre alt, habe auch schon viel Spaß damit gehabt. Also was will man mehr? Das war mein Medientipp der Woche und damit kommen wir jetzt zum Thema. Woo!
Dungeons. Dungeons sind eine Sache, die im deutschen Rollenspiel gar nicht mehr so richtig Thema sind, weil DSA 5 und die Vorgänger eigentlich relativ wenig Zeit unter der Erde verbringen. Aber in DSA 1 Tagen waren Dungeons noch das A und O. Im Prinzip war jedes DSA 1 Abenteuer eine Aneinanderreihung von Räumen. Es muss ja jetzt nicht unbedingt unter der Erde sein. Auch der Wald ohne Wiederkehr war sicherlich ein Dungeon. Und es ging eigentlich früher gar nicht ohne. Und auch bei Dungeons & Dragons ist es ja durchaus auch noch üblicher, in finsteren Gewölben von Raum zu Raum zu laufen, Schatztruhen zu knacken, die hoffentlich keine Mimik sind, und sich durch Gegnerhorden zu metzeln. Wenn auch ihr manchmal noch gerne so etwas macht, dann habt ihr sicherlich so manchen Dungeon schon selbst gespielt. Ihr habt vielleicht auch schon so manchen Dungeon selbst gezeichnet. Ich wollte mal ein paar Dungeons wieder vom Computer zeichnen lassen. Ich habe euch ja schon mehrere Programme gezeigt, mit denen man sich diese Arbeit abnehmen kann, und werde euch heute ein paar Algorithmen zeigen, wie man denn so einen Dungeon generieren kann. Ich habe nur geschafft, zwei davon tatsächlich auch selbst umzusetzen. Den Rest müsst ihr euch dann selbst überlegen oder angucken, wie andere das gemacht haben. Bevor es losgeht, zeige ich euch hier nochmal zwei Beispiele für einen sehr gelungenen Dungeon-Generator. Habe ich auch schon in die Kamera gehalten, ist also nichts wirklich Neues hier, aber der berühmt-berüchtigte One-Page-Dungeon von Waterboo oder wie auch immer er heißen mag, der ist natürlich immer wieder sehenswert, und mit dem habe ich auch tatsächlich die Echsenpyramide für mein Drachenchronik-Abenteuer jetzt generieren lassen. Also 4 Etagen hiermit generiert. Man kann natürlich hier dann auch, wenn ich es nicht abgeschaltet hätte, könnte man hier sich alles auch noch anzeigen lassen. Da, wo ist es denn? Ja, das Ding habe ich euch schon öfter gezeigt, ist nichts großartig Neues. Wir beachten aber, wie das Ganze gemacht ist. Es werden hier tatsächlich immer nur Räume relativ dicht aneinander gehängt. Also es gibt hier selten so richtig lange Gänge. Wie genau dieser Algorithmus funktioniert, das kann man so in einzelnen Blogbeiträgen von Waterboo auch auf seiner Patreon-Seite, die man auch, wenn man nicht Patreon ist, lesen kann, nachlesen. Aber dazu habe ich jetzt kein konkretes Codebeispiel oder sowas gefunden, um genau diesen Algorithmus nachzubauen. Wenn ihr einen Algorithmus nachbauen wollt, dann könnt ihr das bei einem Spiel namens Pixel Dungeon machen, auch von Waterboo geschrieben, und ist ein recht erfolgreiches Spiel, 5 Millionen Downloads, komplett kostenlos, kann ich nur rundum empfehlen, macht einfach Laune und hat einen sehr schönen Level-Generator damit drin. Und wenn ihr euch den angucken wollt, den könnt ihr euch tatsächlich angucken, denn Waterboo hat das Ganze kostenlos zur Verfügung gestellt. Ihr könnt also direkt auf GitHub euch hier mal angucken, wie zum Beispiel hier ein regulärer Level gebaut wird. Also hier legt ihr irgendwelche Listen von Räumen als Graph an und so weiter und so fort. Weist irgendwelche Raumtypen hinzu, zeichnet Gras ein, platziert Fallen und so weiter und so fort. Und das Ganze verwendet hier einen Split-Rect-Mechanismus. Genau, Türen werden eingezeichnet und so weiter und so fort. Also so Algorithmen wollen wir uns im Prinzip heute angucken, aber wir machen heute ein paar andere Algorithmen als diesen hier. Ich zeige euch nochmal ein anderes Exemplar. Das hier ist von Donjon, der D20 Random Dungeon Generator. Der hat nicht nur den Vorteil, dass er hier sehr gut konfigurierbar ist, sondern auch, dass er noch zu jedem Raum eine recht ausführliche Beschreibung von Begegnungen dort reinpackt. Also hier, in was ihr in den Korridoren finden könnt und was ihr in jedem einzelnen Raum finden könnt. Und sogar noch umherlaufende Monster werden euch hier vordefiniert. Also auch der ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn ihr mal so ganz schnell einen Dungeon braucht und euch den nicht selbst aus den Fingern saugen wollt. Donjon D20 Random Dungeon Generator. Gut,
Jetzt wollen wir uns aber mal selbst an die Umsetzung eines Verfahrens wagen. Und da gucken wir uns erstmal an, wie machen es denn die Profis? Wie setzen denn andere Leute ihre Dungeons um? Ich zeige euch zum Beispiel mal diesen schönen Algorithmus hier von jemandem namens Bob Nistrom. Der hat hier einen Generator, der Dinge macht, wie ihr seht. Ihr seht also, wie hier erst Räume generiert werden, dann kommen Gänge, dann werden die auf einmal irgendwie hier farbig gemacht. Auf einmal werden dann jetzt auch gleich die Räume farbig gemacht. Was soll das denn bitte bewirken? Und gleich verschwinden sogar noch Dinge, wenn alle Räume farbig gemacht sind, dann verschwinden die Gänge wieder. Also ein sehr mysteriös, was bedeutet das hier alles? So, jetzt auf einmal verschwindet alles wieder. Was ist denn bitte da passiert? So, das gucken wir uns jetzt mal an. Also als erstes natürlich, wir brauchen Räume. Und das geht hier ganz einfach. Das ist nämlich einfach nur ein, wir erzeugen Räume zufällig mit einer bestimmten Größenverteilung, packen sie irgendwo hin, wo Platz ist. Und das machen wir so lange, bis ein gewisser Füllgrad erreicht ist. Also würfle quasi eine Position für den Raum aus, würfle eine Größe für den Raum aus und gucke, ob an der Stelle Platz ist. Wenn nicht, dann würfle nochmal so lange, bis die ganze Karte einigermaßen gefüllt ist. Das ist natürlich ein schöner Ansatz. Hier haben wir erstmal jetzt nur die Räume. Wir können hier 200 Versuche machen, wir können hier nur 140 Versuche machen oder nur 28. Also je mehr Versuche man macht, desto besser gefüllt ist diese Karte. So, dann müssen natürlich dazwischen auch noch Gänge generiert werden. So, hier sehen wir jetzt mal das den rückwärts gerichteten Algorithmus sozusagen. Ja, wie generiert er denn jetzt hier? Wie generiert er Gänge? Erstmal, das ganze Gitter hier ist eine ungerade Anzahl, sowohl in X- als auch in Y-Richtung. Das heißt, wir können sicher sein, dass oben und unten immer Mauer sein wird und die Gänge immer in den ungeraden Koordinaten stehen werden. Also jedes Gangfeld ist auf einer ungeraden X- oder Y-Koordinate. Mindestens eine von beiden muss ungerade sein. Ja, und dann wird hier einfach nur so snake-mäßig, zufallsmäßig durch den Level gewandert, so lange, bis es nicht mehr geht. Und wenn es nicht mehr geht, dann sucht er sich einen anderen Punkt, den man gerade schon mit seinem Gang durchlaufen hat, aus und zweigt da ab und versucht dann von da aus weiter zufällig das zu machen. Und das macht er so lange, bis alle möglichen Felder gefüllt sind. So, also nochmal, wir machen jetzt erst die Räume, dann füllen wir die Zwischenräume aus mit einzelnen Gängen, so lange, bis nirgendwo mehr was möglich ist. Übrigens auch die Räume sind natürlich immer von ungeraden Koordinaten bis zu ungeraden Koordinaten. Also die haben immer genau eine Wand, die zwischen ihnen liegt und zwischen dem nächsten Gang. Das ist auch gut so, denn wenn wir jetzt hier ein Gangfeld nehmen und einen Flat-Fill machen, also so als wenn man mit einem Farbeimer in einem Malprogramm, in Paint oder sonst wo, hier draufklicken, dann würde ja diese Farbe in alle Gänge hier reinlaufen. Und dann würde man sehen, welche Gänge alle verbunden sind. Wir würden zum Beispiel sehen, dass hier oben diese Gänge nicht mit den restlichen grünen Gängen unten verbunden sind. Also das sind unterschiedliche Gänge. Das heißt, die sind alle nicht miteinander verbunden und die Räume sind sowieso alle momentan noch überall von Wänden umgeben. Das heißt, das nächste, was wir jetzt machen, ist, wir verbinden die Gänge mit den Räumen und auch die Räume untereinander. Und das machen wir einfach, indem wir uns ein Stück Mauer suchen und also erstmal füllen wir alle Gänge mit Farbe und dann suchen wir uns ein Stück Mauer, das zwischen einem Stück Farbe und einem nicht eingefärbten Raum liegt.
So, also wir gucken erstmal alle Gänge hier durch. Wir machen einmal ein. Wir gucken alle Kandidaten. Wo befinden sich hier Wände zwischen einem Gang und einem nicht ausgefüllten Raum? Ja, das sind alles mögliche Kandidaten für eine Tür. Und dann suchen wir uns so lange jetzt hier davon immer eine Tür aus, bis alle Räume mit den Gängen verbunden sind. So, und dann haben wir eine komplett gefüllte Karte, wo alle Räume mit allen anderen Räumen verbunden sind. Zusätzlich werden noch ein paar zusätzliche Türen eingefügt, damit man nicht nur einen Gang hier durchgehen kann, sondern mehrere Wege da hat. Und dann, damit wir das Ganze nicht zu voll haben, werden dann am Ende alle Gänge wieder so lange zurückgedreht, bis keine freien Enden mehr da sind. Das heißt, man guckt einfach auf Felder, die von drei Mauern, also in drei Richtungen von Mauern umgeben sind. Und diese Felder werden dann so lange weggenommen, bis keine mehr da sind. Und nachdem ich das jetzt so lange erzählt habe, gucken wir uns das jetzt noch einmal in voller Pracht an. Also, wir platzieren erst Räume, dann snaket sich da ein so ein Gang durch, soweit es geht. Wenn er nicht mehr weiterkommt, dann springt er so lange zurück, bis er wieder weiter kann und füllt die restlichen Ecken aus, so lange, bis er jede einzelne Ecke dieses Plans hier mit Gehwegen gefüllt hat. Jetzt sind aber einige nicht erreichbar. Das heißt, wir machen jetzt hier wieder unseren Flatfill. Wir sehen schon, er macht hier so einen Breitensuchen-Algorithmus, keine Tiefensuche, sondern er geht jetzt hier in die Breite und geht alle möglichen Gänge durch, um zu gucken, welche verbunden sind und welche nicht. Also alles, was jetzt weiß ist, das ist mit dem Hauptsystem hier verbunden und alles andere, was noch bunt ist, muss gleich noch verbunden werden. Das heißt, wenn jetzt gleich alle Gänge schon eingefärbt sind, dann zack, fangen wir jetzt an, die Räume damit zu verbinden. Und ihr seht immer dann, wenn eine Tür da auftaucht, wird von der Tür aus ja, so flatfillmäßig der Raum mit weißen Feldern gefüllt. Ja, das ist sehr hypnotisch, sich das anzugucken. Ist eigentlich auch ein bisschen langweilig, wenn ich mal drüber nachdenke, aber wir haben ja die Zeit, ist ja Feiertag. Und gleich werden alle Räume bestimmt gefüllt sein. Und dann fangen wir an, die toten Enden, diese ganzen Sackgassen wegzunehmen, sodass keine Sackgassen mehr da bleiben. Man kommt in jedem Gang dann hier in irgendeinem Raum an. Das kann man natürlich auch noch ändern, aber hier sehr hypnotisch. Überall werden die Sackgassen weggeflemmt sozusagen, bis hoffentlich gleich keine mehr da sind. So, und das ist ein sehr cooler Algorithmus, um Räume in einem sehr, sehr großen Dungeon zu erzeugen. Ja, das ist eine Möglichkeit, wie man das Ganze machen kann. Den Link packe ich euch natürlich auch noch hier mit in die Beschreibung rein. Ein anderer Algorithmus, der recht cool ist, weil er eine Physik-Engine verwendet, den habe ich hier bei Game Developer gefunden. So sieht der aus. Ja, und auch da muss man jetzt natürlich wieder kurz erzählen, was man da tatsächlich sieht. Also, als erstes werden Räume erzeugt. Eine gewisse Anzahl Räume wird platziert um einen Ring herum. Das alles mal ignorieren jetzt. Jetzt kommen gleich wieder die Räume. Die werden erstmal alle so in so einem Kreis ungefähr erzeugt und dann werden die mit einer Physik-Engine voneinander abgestoßen. Das heißt, jeder einzelne Raum stößt sich von jedem anderen Raum ab, so lange, bis die Reibungskräfte größer werden als die Abstoßungskräfte und alle Räume zum Liegen kommen. Und dann wird das wieder auf ganze Koordinaten hier gerundet und dann werden da unsere Räume tatsächlich platziert. So, ich würde das hier gerne anhalten, kann ich aber nicht. Das heißt, oder sieht man das hier auch? Hier sieht man es auch. Also nochmal, wir nehmen uns einfach nur Räume und ordnen sie um einen Kreis irgendwie in der Bildschirmmitte hier an. Dann nimmt man eine Physik-Engine, schiebt alle Räume so lange auseinander, bis kein Raum mehr einen anderen Raum berührt. Physik-Engines gibt es jede Menge, kostenlose, und die kann man dafür natürlich gut verwenden. Ja,
Hier gibt es noch einen kurzen Exkurs darüber. Er braucht hier für sein Spiel mehr so breite Räume als hohe Räume, weil das hier in dieser Seitenansicht gemacht wird. Dann möchte man das Ganze nicht so hoch haben. Dann fängt man nicht mit dem Kreis, sondern hier mit so einer länglichen Konstruktion an, um den Raum besser auszunutzen hier. Wenn man jetzt das Ganze gemacht hat und die Räume verteilt wurden, dann muss man jetzt die Verbindungen dazwischen finden. Wir suchen uns hier ein paar Haupträume raus. Das sind einfach die größten Räume, die hier sind, die 25% größer sind als alle anderen. Die werden markiert und dann werden die miteinander verbunden. Es wird eine sogenannte Delaunay-Triangulation gemacht. Das heißt, wir nehmen uns die Mittelpunkte jedes einzelnen roten Raumes und bilden dort ein Delaunay-Dreieck darüber. Warum zum Geier macht man das? Delaunay-Dreieck heißt, dass man die kleinstmöglichen Dreiecksflächen, die regelmäßigsten Dreiecke darüber legt, die man haben kann. Das heißt, man hat Gänge, die von einem Raum zum nächsten Raum führen. Und zwar nicht zum am weitesten entfernten Raum, sondern wirklich nur in der näheren Nachbarschaft. Aber man möchte gar nicht von jedem Raum zu jedem anderen Raum gehen können oder so. Oder man möchte hier nicht so viele Verbindungen haben. Das heißt, von diesem Dreieck, da bildet man jetzt den Minimum Spanning Tree. Das heißt, den kleinsten Graphen, der all diese Dreiecke hier verbindet. Und das ist jetzt ein Weg, wie man hier von jedem Raum in jeden anderen Raum kommt. Also wir haben dann nicht mehr Tausende von Verbindungen, sondern wir haben wirklich nur noch, also diesen Graphen bilden man den Spanning Tree. Ja, jetzt ist das allerdings dann etwas langweilig, denn dann muss man immer quasi von jedem Ast hier, muss man immer hier durch diese Mitte durchlaufen oder so. Also das hängt alles irgendwie nur noch an wenigen Dingern zusammen. Das heißt, es gibt keine Rundläufe mehr oder sonst irgendwas. Das ist ein bisschen sehr langweilig. Das heißt, jetzt fügt man dann von dem Delaunay-Dreieck nachträglich noch wieder ein paar Verbindungen ein. Also erst löscht man welche und dann werden sie wieder eingehängt. Und damit gibt es dann mehrere Wege, die durch den Dungeon hindurchführen. Ja, wenn man das gemacht hat, dann kann man noch gucken, wie man denn jetzt diese Delaunay-Linien, wie man die denn jetzt hier tatsächlich als konkrete Gänge umsetzen möchte. Also erstmal macht er hier Gänge, die immer mindestens 3 Felder breit sind und die sollen immer hier so abgeknickt verlaufen. Ja, das könnt ihr euch hier nochmal im Detail durchlesen. In jedem Fall haben wir jetzt wirklich Räume und Gänge, die das Ganze irgendwie miteinander verbinden. Ja, das ist ein weiterer Ansatz, wie man schöne Räumchen machen kann. So, dann noch einen sehr schönen Algorithmus, den ihr euch auch im Video angucken könnt. Ich zeige euch das mal hier ohne Ton und nur als Standbilder. Hi everyone, I'm Brian Walker. Genau, wir haben hier jemanden namens Brian Walker, der das schöne Spiel Broke entwickelt hat. Und Broke ist, finde ich, eines der Paradebeispiele, wie man einen schönen Dungeon-Level generiert. Und hier zeigt er das nochmal genau, wie er das macht. Als erstes legt er sich hier einzelne Räume an. Diese Räume können entweder Rechtecke sein oder Zellularautomaten-Blobs. Gucken wir uns gleich nochmal genau an, was das sein soll. Oder irgendwelche Ellipsen oder Kreise. Oder irgendwelche zusammengesetzten Zirkel, Ellipsen oder Kreise. Und manchmal klebt er auch noch irgendwo einen Gang da dran. So, das sind also jetzt einzelne Räume. Die zeichnet er quasi auf eine Klarsichtfolie, könnte man sich jetzt so vorstellen. Und diese Klarsichtfolie verwendet er dann, um die an die anderen Räume dran zu schieben. Das heißt, er fängt mit einem Raum irgendwo auf der Seite an und nimmt dann die Folie und schiebt die so lange, bis einer der Gänge an einen bestehenden Raum angrenzt. Zufällig generieren, dran schieben, zufällig generieren, dran schieben. Der nimmt so einen Zufallswander-Algorithmus, genauso wie wir das vorhin bei den Gangsystemen gesehen haben, die sich da über die Seite bahnen. Genauso schiebt er dann hier auch diese Folie da drüber. Und wenn er einen Ort findet, wo genau eine Tür in einen anderen Raum mündet, dann platziert er den da und hat dann damit sein Gangsystem. Also eigentlich kein besonders komplexer Mechanismus, aber da kommen echt schöne Sachen dabei raus. Und wenn man dann hier das Ganze noch mit Türen versieht und mit
ein bisschen farbigen Wänden. Und wenn man dann auch noch ein bisschen Wasser damit reinrechnet, also in jedem Broke-Level, da gibt es auch immer noch irgendwelche Pfützen, die sich darüber ergießen oder auch gerne mal Lava. Ja, dann kann man damit wirklich, wirklich spannende Räume machen. Und was bei Broke noch ganz besonders ist, was auch, glaube ich, nicht viele andere Roguelikes haben, hier gibt es noch das sogenannte Machines-System. Also er hat hier Spezialräume, die quasi eine gewisse Narration mit sich bringen. Also zum Beispiel ein Raum, auf dem irgendwo auf einem Podest irgendein Artefakt liegt, und wenn man da hingeht, dann schließt sich auf einmal hinter einem die Tür und eine Spinne greift einen an oder sonst was. Oder man kommt in einen Raum rein, wo ganz viel Zeug wächst, und wenn man an das Podest kommt, dann fällt auf einmal hinten eine Fackel runter und zündet diesen Bewuchs an, und man muss dann irgendwie gucken, dass man da aus dem Raum entkommt und so weiter. Also da kann man wirklich, wirklich schöne Sachen mitmachen. Ja, hier sieht man, wie er jetzt hier Maschinen und sonst was einfügt und generiert. Also er nimmt die generierte Karte und fügt dann jetzt Sonderräume da rein. Ziemlich coole Sache, guckt euch den Vortrag mal an, kann ich nur empfehlen. Ich glaube, ich habe das Ganze hier auch schon mal gezeigt, aber ja, ich finde, das ist es auch wert, dass man das hier nochmal ein zweites Mal sich anguckt. Und wenn ihr es ganz genau wissen wollt, dann lest euch bitte diesen Artikel hier von ihm durch, da beschreibt er das nämlich nochmal en Detail, wie er die Räume an sich anordnet, wie er dafür sorgt, dass es nicht nur einen zentralen Raum geht, durch den alle durchgehen, sondern dann noch Querverbindungen, also das, was wir vorhin ja auch schon gesehen haben. Dann beschreibt er, wie er dort noch Seen hinzufügt. Die sollen aber möglichst nicht den Weg von einem Bereich zum anderen Bereich verschließen. Das heißt, die werden dann hier noch durch so flache Bereiche begehbar gemacht, sodass man ohne zu schwimmen tatsächlich jeden Raum noch erreichen kann. Auch ganz nett. Und dann beschreibt er hier noch, wie er Farben generiert. Also er macht hier das alles noch mit so einer subtilen Schraffur. Die kann man natürlich hier oben auch noch ein bisschen weniger subtil machen. Also man kann hier durchaus extreme Farbmischungen machen als Farbgradienten oder sowas. Ja, damit macht man sein Level ein bisschen bunter, und dann hier das Hinzufügen von Fackeln macht das Ganze dann noch ein bisschen schöner. Und wenn wir hier noch ein bisschen Spiegelung auf dem Wasser haben wollen, dann kann man das auch haben. Also da kann man eine Menge von lernen, wie man schöne Level designt. Das macht Broke, finde ich, ziemlich cool. So, all das ist nichts besonders Neues, aber ich will euch heute mal zwei Algorithmen implementiert zeigen. Einen ganz primitiven, den wir gerade schon bei Broke gesehen haben, wollte ich euch nur mal zeigen, wie man zum Beispiel Höhlensysteme generieren kann. Wir gehen dafür mal rüber in Unity. Ihr könnt das natürlich auch mit jedem anderen machen. Ihr könnt das mit dem Browser machen, in HTML oder sonst was. Ich nehme jetzt aber, damit es hier einigermaßen schöne Oberfläche direkt hat, mache ich das in Unity. Jetzt zeige ich euch gleich noch ein paar andere Sachen. Ich gucke mir jetzt mal eben eine leere Tilemap an. Eine Tilemap ist ja so ein Gitterraster, auf dem man irgendwelche Objekte platzieren kann. Türen, Fenster, Mauern oder sonst irgendetwas. Ja, wie funktioniert das Ganze? Ich habe hier also eine leere Tilemap in einen Grid hinzugefügt und kann jetzt über die Tilepalette, wenn ich mir hier ein paar Tiles draufgezogen habe, kann ich hiermit malen. Ich kann also jetzt hier irgendwie irgendwelche Dinge hinmalen oder so. Kann mir hier auch einen ganzen Bereich rausnehmen, packe hier eine Brücke hin oder sonst was. Das sind die Tilemaps von Unity. Die kann man natürlich wunderbar verwenden, um damit irgendwelche Dungeons zu generieren und darzustellen. Wir können hier noch mal ein bisschen, brauchen wir noch ein bisschen Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Machen wir hier noch mal Wasser hin. So, machen wir hier eine Brücke über einen Fluss. So,
Das alles kann man mit Unity per Hand machen. Wir wollen das Ganze jetzt aber automatisieren. Und dafür gucken wir uns jetzt als allererstes mal zum Einstieg einen ganz einfachen Algorithmus an. Wir löschen das hier erstmal alles wieder, brauchen wir nicht. Wir gucken mal in diese Tilemap und wir sehen schon, hier hängt ein Skript dran. Dieses Skript heißt Cellular Generator Script, also der Zellularautomat, den wir vorhin schon bei Broke gesehen haben. Was ist ein Zellularautomat? Den wahrscheinlich bekanntesten Zellularautomaten kennt man vielleicht unter dem Namen Game of Life von Conway. Game of Life heißt, wir haben ein Raster, auf dem einige Zellen lebend sind und andere Zellen tot sind. Wenn man das hier startet, dann sieht man, es gibt hier gewisse Regeln und wenn eine Zelle von einer bestimmten Anzahl von Nachbarn umgeben ist, dann entsteht da neues Leben. Also etwas wächst irgendwo anders hin. Wenn es aber zu viel an einer Stelle gibt, dann stirbt auch durchaus existierendes Leben ab. Und dadurch ergeben sich diese lustigen Bewegungen hier. Warum kann ich hier nichts zeichnen? Das ist langweilig. Ich möchte gerne was zeichnen können. Ah, kann ich doch. Ich muss einzeln hier draufklicken. Ich darf die Maus dabei nicht bewegen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Also ich zeichne irgendwas ein und aus diesen Dingen entwickeln sich dann neue Formen. Das ist Conway's Game of Life. Ja, ist schon 50 Jahre alt, kann man heute immer noch viel Spaß mit haben. Mathematiker nutzen Zellularautomaten ebenfalls sehr gerne, aber auch für Computerspiele werden sie gerne genutzt. So, wir bauen jetzt einen ganz einfachen eigenen Zellularautomaten. Wie funktioniert das? Also, ich habe hier erstmal zwei Variablen vorgesehen, namens Breite und Höhe. Damit gebe ich an, wie groß mein generiertes Dungeon-Feld sein soll. Dann habe ich ihm gesagt, auf welcher Tilemap er das Ganze darstellen soll. Also das ist quasi nur für unsere Illustration da. Da werden wir nachher, genauso wie wir das vorhin mit der Maus gemacht haben, gefüllte und leere Bereiche einzeichnen. Und damit er weiß, mit welchen Bildelementen er das füllen soll, habe ich hier ein Empty und ein Filled Tile Base angegeben. Und dann gibt es auch noch eine Anfangswahrscheinlichkeit, mit der ein Feld gefüllt ist oder auch nicht gefüllt ist. Wenn wir uns das jetzt in Unity nochmal angucken, dann sehen wir diese ganzen Werte hier wieder. Wir haben 300 mal 200 Pixel, habe ich jetzt gesagt. Und eine leere Tilemap, dieses Objekt habe ich hier rübergezogen. Damit wird er auf diesem jetzt malen. Und ich habe ihm hier zwei Teile vorgegeben. Einmal hier dieses Mauerelement und einmal dieses Wasserelement. So, jetzt fangen wir mal an, dass wir initial das Ganze einmal füllen. Das zeige ich euch einfach mal, indem ich hier mal eine 0 reinschreibe. Dann würde ich jetzt hier gar nichts laufen lassen. Gucken wir uns gleich nochmal genauer an. In jedem Fall wenn ich das Ganze jetzt starte, dann sieht man gar nichts. Wieso sieht man gar nichts? Weil ich das Zeichnen ausgeschaltet habe, weil ich ja ein schlauer Schelm bin. Genau, okay, dann machen wir hier, warten wir mal 5 Sekunden und machen hier nochmal 20 Schritte hin. So, dann kann ich euch das ganz langsam jetzt zeigen. Bevor ich auf Starten klicke, erzähle ich erstmal die Initialisierung. Also, wir bilden uns hier in diesen vier Zeilen, bauen wir uns erstmal unser Startnetz auf. Wir sagen, wir möchten gerne ein Feld haben, wo 300 mal 200 Pixel groß immer nur eine Zelle gefüllt oder nicht gefüllt sein kann. Dafür verwendet man Ja-Nein-Aussagen, also Booleans. So, wir haben also ein Array von Booleans, zweidimensional. Jedes Feld entspricht einem Feld unserer späteren Karte. Und dann machen wir zwei Schleifen, laufen über jedes dieser Felder drüber und sagen dann, okay, das Feld, was an der Position XY ist, soll mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit gefüllt sein. Das heißt, wir werfen hier quasi einen Würfel mit einer Zahl von 0 bis 1, eine Kommazahl, und gucken, ob diese Kommazahl kleiner ist als unsere
initiale Probability, die ich hier angegeben habe. Also die Startwahrscheinlichkeit, dass eine Zelle gefüllt ist oder auch nicht. So, das heißt, wir werden jetzt also gleich erstmal ein buntes Rauschen sehen, wo einfach immer nur gefüllte und nicht gefüllte Zellen zufällig nebeneinander liegen und zwar mit einer Wahrscheinlichkeit, die unserem gewählten Wert hier entsprechen. Wir haben hier momentan 0,38, habe ich hier mal ausprobiert. Und wenn ich das jetzt Ganze starte, dann sehen wir diese Startverteilung. Aber jetzt gleich nach 5 Sekunden sehen wir auch, wie das Ganze weiter wandert. Jetzt verschwinden auf einmal einzelne Zellen und andere kommen dazu. Nach weiteren 5 Sekunden nochmal. Und nochmal 5 Sekunden. 3, 2, 1. Jetzt nochmal. Also nach und nach werden diese ganzen kleinen Inseln hier jetzt verschwinden und es wird nur etwas, was so ähnlich ist wie ein Gangsystem, übrig bleiben. Also dieses einzelne Ding wird verschwinden, diese zwei Dinger hier werden verschwinden. Zack. Dieses hier wird wahrscheinlich verschwinden. Zack. Genau, also nach und nach werden hier quasi Gänge freigegraben. Tja, und viel mehr wird jetzt hier auch gar nicht verschwinden. Dazu gucken wir uns jetzt noch einmal die Regeln an, die ich hier einprogrammiert habe. Ich sage ihm jetzt also einfach nur, wiederhole bitte 20 Mal diese einzelnen Schritte, die wir vorhin auch bei Game of Life gesehen haben. Und bei jedem Schritt zeichne das Ganze bitte. Also das hier ist einfach nur das Zeichnen. Setze auf unserer Tilemap entweder das gefüllte oder das nicht gefüllte Symbol dahin, je nachdem, ob an der Position XY meiner Karte ein True oder ein False in meiner Boolean Map hier steht. So, das ist also der langweilige Teil. Der eigentlich spannende Teil ist diese Methode hier, Game of Life. Da wird nämlich geguckt, ob eine Zelle entsteht oder stirbt oder existieren bleibt. So, was macht man dafür? Man durchläuft jedes einzelne Feld der Karte und guckt, wie viele Nachbarn gibt es da. Das ergibt dann eine Zahl zwischen 0 und 8, höchstens 8 Nachbarn sind natürlich nur möglich. Ich selbst werde nicht mitgezählt. So, und dann gucke ich, wenn ich ein vorher lebendes Zellelement war, also wenn vorher das Ding gefüllt war, dann muss ich gucken, habe ich mehr als 2 Nachbarn? Wenn ja, dann habe ich... Ich habe das hier völlig falsch gemacht. Oder? Moment, wir müssen noch mal eben einmal bei Broke nachgucken. Wie waren die Regeln hier? Hier. Eine tote Zelle wird sich in eine lebende Zelle verwandeln, wenn sie 5 oder mehr lebende Zellen als Nachbarn hat. Und eine lebende Zelle wird, wenn sie weniger als 2 Nachbarn hat, aus Einsamkeit versterben. Habe ich doch richtig gemacht. Also, wenn ich eine lebende Zelle bin und ich weniger als 2 Nachbarn habe, dann sterbe ich, ansonsten lebe ich. Also dann, wenn es mindestens 2 sind, dann bin ich lebend, also true. Und eine tote Zelle lebt nur dann, wenn mindestens 5 Nachbarn da sind. Also das ist unser einfacher, das ist unsere einfache Variation der Conway Game of Life Regeln, die noch ein bisschen anders sind. So. Und warum mache ich dann hier noch dieses Kopie-Ding? Man muss darauf achten, dass man nicht direkt auf der Karte die Sachen ändert, sondern dass man eine Kopie anlegt. Also dieses, ob jetzt hier ein Wert gesetzt wird oder nicht, das mache ich nicht auf der Karte selber, sondern das mache ich auf der Kopie der Karte. Weil ansonsten würden die Dinger, die schon vorher jetzt bearbeitet wurden, würden die, die danach bearbeitet werden, beeinflussen. Das will man nicht. Deshalb nimmt man sich einmal den Originalzustand, so wie er ist, und berechnet dann auf einer Kopie die einzelnen neuen Zustände. Und am Ende werden diese beiden Dinge einfach ausgetauscht. Ich nehme also diese Kopie dann wieder als Original und mache den nächsten Schritt mit einer neuen Kopie. Das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis. Und hier ist noch die Zählroutine. Da muss man halt gucken, darf ich überhaupt nach links oder rechts gucken oder ist da schon der Rand der Karte erreicht? Deshalb sind hier diese 8 If-Abfragen so ein bisschen unschön zu lesen. Aber im Prinzip steht hier nichts anderes. Wenn ich nach links gehen kann und links eine lebende Zelle ist, dann erhöhe den Zähler um 1 und das Ganze machst du bitte für alle 8 Richtungen und am Ende kommt hier eine Zahl von 0 bis 8 raus. Das war schon der komplette Algorithmus, um damit so wunderschöne
Dungeons wie diese zu erzeugen. Ich setze mal eben hier die Zeit wieder herunter. Wir machen mal in Halbsekunden Schritten. Dann geht das Ganze 10-mal schneller. So, wir starten und wir sehen jetzt wieder unseren Zufallsrauschen-Dungeon, der jetzt nach und nach zu einem Gangsystem wird oder auch einem Inselsystem oder was auch immer man hiermit machen kann. Das könnte jetzt natürlich auch die Unterstadt von Havena sein, wenn man wollte. Oder die Echsensümpfe in Selem oder sonst was. Ja, da könntet ihr euch jetzt also frei austoben. Das ist also der... Also noch eine Sache dazu. Das ist jetzt natürlich ein nicht verbundenes Höhlensystem. Das ist jetzt ein Schweizer Käse im Prinzip. Wir haben zwar wahrscheinlich Glück und können wahrscheinlich... Warte mal, jetzt ist er durchgelaufen. Wir können leider nicht hier durch. Wir können nur ganz knapp hier durch. Also ich glaube, es gibt hier keine Möglichkeit, von ganz oben bis nach ganz unten zu kommen. Da ist hier zu viel zugewachsen. Wir können vielleicht mal die Wahrscheinlichkeit ein bisschen verändern. Sagen wir mal, eine 50-50-Wahrscheinlichkeit am Anfang. Wie sieht es dann aus? Ja, dann haben wir sehr viel Wasser jetzt hier in diesem Fall. Also sterben tatsächlich mehr Zellen jetzt hier ab und werden zu Wasser. Oder umgekehrt wahrscheinlich ist das Wasser, hier sind die lebenden Zellen. In jedem Fall, hier kann man jetzt offensichtlich von oben nach unten gehen. Wenn man nicht einen zusammenhängenden Weg hat, dann muss man das wieder rausfinden, indem man einen Flatfill-Algorithmus darüber laufen lässt. Man sucht sich also ein freies Feld, macht einen Flatfill, guckt, welche Felder sind von hier aus zu erreichen. Und alle anderen Felder, die nicht zu erreichen sind, sind dann halt tote Arme, die kann man auch mit Mauern füllen. Die braucht man dann ja nicht mehr. So, das war jetzt also wieder ein Algorithmus, mit dem man jetzt Höhlensysteme oder organische Level designen kann. Und jetzt kommen wir zu einem der spannendsten Algorithmen, den ich in den letzten Jahren begegnen durfte. Und das ist der sogenannte Wave Collapse Function. Wave Function Collapse Algorithmus klingt sehr abgefahren. Aber ist eigentlich auch gar keine Quantenphysik, auch wenn es tatsächlich etwas aus der Quantenphysik ist, von dem wir da reden. Also es lehnt sich zumindest daran an. Worum geht es? Der Algorithmus ist in der Lage, aus einem kleinen Beispielbild, so wie dieses hier links angegebene Bild, solche Bilder wie hier rechts zu generieren. Also man gibt wirklich nur dieses Ding rein und das hier rechts kommt dabei raus. Oder man gibt hier nur diese Pflanzen vor und auf einmal kommt hier rechts ein tolles Pflanzenbild raus. Was uns natürlich interessiert, sind hier so Dungeon-ähnliche Konstrukte. Ich gebe nur dieses kleine Pixelbildchen hier, 16x16 Pixel gebe ich vor und kriege dann hier diese Raumanordnung daraus. Kann man natürlich auch verwenden, um zum Beispiel wie hier Texturen zu generieren oder hier Häuser auf einer Karte zu verteilen. Oder besonders cool finde ich hier diesen pitfallmäßigen Dungeon, den Jump and Run Level, den man hier bauen kann. Also das ist wirklich alles direkt aus diesem Bild hier rausgefallen. Ja, wie funktioniert denn dieser Wave Function Collapse Algorithmus jetzt und warum hat der so einen komplizierten Namen? Und das Lustige an der Sache ist, am einfachsten kann man das eigentlich erklären, indem man mit einem nicht gerade unbekannten Spiel anfängt, nämlich einem Sudoku. Nehmen wir mal an, wir nehmen uns hier dieses Sudoku, kopieren uns das und schauen uns das mal in einem Grafikprogramm eben an, damit wir da ein bisschen drauf rumkritzeln können. Sudoku, ihr kennt das Prinzip, in jeder Reihe, jeder Spalte und jedem 3x3 Quadranten können nur jede Zahl einmal vorkommen. Alle Zahlen von 1 bis 9 exakt einmal. So, wenn wir diesen ganzen Level hier betrachten, wenn hier keine einzige Zahl drin wäre, dann muss man... Also nehmen wir an, wir hätten diesen ganzen Level jetzt hier... Wir machen was. Pass auf, wir machen jetzt hier einen Flatfill, von dem ich vorhin die ganze Zeit geredet habe. Wir füllen einfach mal
Wir füllen einfach mal ein. Das Bild ist noch nicht gerastert. So. Ich rastere. Wir nehmen jetzt einfach mal hier irgendeine Farbe, zum Beispiel Rot, und füllen mal hier dieses Gitter aus und machen alles andere, alles Schwarze machen wir mal weiß. Machen wir weiß. So. Ah, okay, hat jetzt nicht so richtig geklappt. Aber ihr könnt es euch vorstellen, wir hätten jetzt hier gerade ein ganz weißes Raster. So, dann wäre ja der Zustand dieses ganzen Sudokus komplett unvorgegeben. Das heißt, in jedem einzelnen Feld könnten im Prinzip alle Zahlen von 1 bis 9 sein. Also auf diesem Feld hier können alle Zahlen von 1 bis 9 sein, hier könnten alle Zahlen von 1 bis 9 sein, hier könnten alle Zahlen von 1 bis 9 sein und so weiter. Wenn jetzt aber einzelne Zahlen vorgegeben sind, wenn wir jetzt also die Zahlen, die hier jetzt gelöscht wurden, vorgeben, dann verschwinden ja einige dieser Lösungen. Also wenn ich hier vorher alle Zahlen von 1 bis 9 in diesem Feld hier hatte, dann werden die gleich weniger werden, denn die 6 kann nicht mehr damit drin sein, denn sie ist ja schon in diesem Feld vorhanden. Die 2 und die 8 ebenfalls nicht, sind schon in der gleichen Zeile vorhanden. Die 7, 4, 8, 6 und 5 auch alle nicht, denn sie sind ja schon hier vorhanden. Das heißt, auf diesem Feld sind nur noch einzelne Zahlen möglich, wie eine 1, eine 3 und eine 9. Das sind die einzigen, die jetzt hier aufgrund nur dieser Informationen von der gleichen Zeile und der gleichen Spalte wenn wir die hier drauf anwenden. Und sobald wir jetzt noch eine nächste Zahl hier hinzufügen, können wieder andere Zahlen verschwinden und so weiter. Jede einzelne Zahl, die ich hier hinzufüge, kann dafür sorgen, dass auf benachbarten Feldern andere Möglichkeiten verschwinden. Das heißt, wir schränken den Möglichkeitsraum ein. Und damit sind wir jetzt auch quasi schon da angekommen, wo der Name des Ganzen herkommt. Das kommt nämlich wirklich aus der Quantenmechanik. Da hat man ja auch diese Quantenzustände. Und das ist ja auch die Grundlage des Quantencomputers. Die Qubits, da weiß man nicht, in welchem Zustand sie sind. Aber wenn man sie beobachtet, dann fallen sie auf einmal in einen bestimmten Zustand und andere damit verschränkte Qubits nehmen ebenfalls diesen Zustand ein und so weiter. Das heißt, diese Wellenfunktion, die man da hat, die im Prinzip jedem möglichen Zustand gerade in diesem Moment annehmen kann, wird in dem Moment, wo ich quasi eine Beobachtung durchführe, Heisenbergsche Unschärferelation, sobald ich das Ding beobachte, fallen diese ganzen Möglichkeiten zusammen und es sind nur noch wenig Möglichkeiten, die dann da sind. Und genau nach dem gleichen Prinzip funktioniert auch der Wave Function Collapse Algorithmus. Nehmen wir uns noch mal einmal eines dieser Bilder, was ich euch vorhin hier gezeigt habe. Nehmen wir uns mal hier ganz langweilig dieses Pflanzenbild hier vor. Ja, oder ich zeige euch das wirklich hier besser am konkreten Beispiel. Ich habe hier schon mal ein paar Dinge vorbereitet. Nehmen wir uns mal hier dieses Kästchenbeispiel hier. So, das ist genau das Beispiel, was wir auch hier mit in dieser Liste hier haben. Dieses Schwarz-Weiß-Ding habe ich hier in Farbe in Unity nachgebaut. So, wie geht jetzt dieser Algorithmus vor? Im Prinzip zerschneidet er als erstes mal dieses gesamte Bild, was wir ihm hier als Vorlage gegeben haben, in einzelne Segmente, quadratische Segmente. Und in wie viele Segmente das zerschnitten wird, das kann man sich hier angucken. Ich habe hier mal n gleich 3 gesetzt. Das ist übrigens auch dieselbe Zahl, die ihr hier immer seht. Also hier ist mal so ein Verlauf dieses Algorithmus hier zu sehen. Und da steht jetzt auch immer n gleich 3, n gleich 5 oder sonst irgendwas dabei. Meistens für dieses Beispiel wird hier n gleich 3 gewählt. Was heißt das jetzt? Das heißt, wir zerschneiden jetzt hier oben die oberen 3 mal 3 Pixel, die schneiden wir hier raus und haben dann ein Element, was nur aus schwarzen Pixeln und unten rechts 2 braunen Pixeln besteht. Dann nehmen wir uns das nächste Segment. Das ist das hier, das besteht aus so einem braunen L und 4 schwarzen Pixeln oben rechts in der Ecke.
und so weiter. Hier haben wir ein komplett schwarzes Segment. Hier haben wir ein Segment, wo oben schwarz ist und alle sechs Elemente darunter farbig sind und so weiter. Also das Ganze wird zerschnitten in 3x3 Segmente. Und dann erstellt man eine Nachbarschaftsmatrix. Das heißt, man sagt, okay, wenn ich hier ein Element habe, das nur unten rechts zwei braune Felder hat und sonst nirgendwo, dann ist ein möglicher Nachbar dieses braune L mit den vier schwarzen Elementen. Also das ist eine Möglichkeit, die neben diesem Teil hier auftauchen könnte. Wenn wir jetzt hier noch an anderer Stelle so ein Segment hier hätten, dann könnten da vielleicht auch noch andere drin vorkommen. Das heißt, wir haben verschiedene Möglichkeiten, was sich rechts daneben befindet. Wir haben einen Suchraum, genauso wie das bei Sudoku der Fall wäre. Wenn wir jetzt hier einen komplett ausgefüllten 3x3er-Block hätten, dann könnte der hier sein oder hier sein. Und rechts davon könnte sich dann so ein Block befinden oder so ein Block. Oder so ein Block. Also es gibt dann verschiedene Möglichkeiten, was sich neben einer Art von Block befindet. So, und das heißt, nach dem Prinzip bauen wir jetzt auch unseren Algorithmus auf. Wir fangen damit an, dass wir erstmal einen komplett leeren Bereich nehmen, wo alles möglich ist. In jedem Feld ist im Prinzip alles möglich. Und dann wählen wir zufällig eines dieser Felder aus. Wir legen eins davon fest und sagen, du Element hier bist jetzt ein schwarzes 3x3 Element. Und dann guckt er, was für Elemente können sich denn neben einem schwarzen 3x3 Element rechts daneben befinden. Welche Möglichkeiten haben wir da? Das heißt, er schmeißt alle Möglichkeiten weg, die sich nicht neben einem schwarzen 3x3 Feld befinden können. Ja, das heißt, wir haben den Raum aller Möglichkeiten dadurch eingeschränkt. Und das machen wir nicht nur mit diesem Feld, sondern mit diesem Nachbarfeld, sondern auch mit dem Nachbarfeld des Nachbarfeldes und mit dem Nachbarfeld des Nachbarfeldes des Nachbarfeldes und so weiter, bis wir irgendwo hinkommen, wo wir keine Änderungen mehr haben. Das heißt, genauso wie beim Sudoku, wenn ich hier eine Zahl eintrage, dann fällt da eine Möglichkeit weg, dann kann ich da eine Zahl eintragen, dann kann ich vielleicht woanders wieder eine Zahl eintragen. Also überall können sich Dinge ändern dadurch, dass ich an einer Stelle etwas fest eintrage. So, und dafür gucken wir uns jetzt mal den Algorithmus an. Und zwar gehen wir hier in den sogenannten Constraint Generator, den ich hier geschrieben habe. So, wir gehen das jetzt einmal ganz langsam von oben bis unten durch und ich warne euch vor, da sind noch Fehler drin. Das ist noch nicht perfekt und fehlerfrei, was hier ist. So. Der Constraint-Generator guckt natürlich in Richtung, deshalb definiere ich hier erstmal ein Enum, womit ich sagen kann, hier bitte, das ist die Nachbarschaft nach Norden, nach rechts, nach unten und nach West und nach links. Ich will Texte anzeigen lassen, um mal zu gucken, wie viele Möglichkeiten gibt es auf jedem Feld. Das ist nur zur Illustration da, deshalb habe ich mir hier so ein Prefab für Texte da reingezogen. Die interessanten Sachen, die kennen wir schon gerade, nämlich n gleich 3, Breite gleich 30, Höhe gleich 21. Das sind die Werte, die wir gerade schon besprochen haben. Das ist die Höhe und Breite der Karte und n ist die Größe dieses Segments, was man sich da rauspickt. Dann gebe ich hier die Tilemap vor, auf der ich mein Beispielbild gezeichnet habe und von der suche ich mir dann alle einzelnen 3x3 alle Einzelelemente raus. Ich nehme mir einen Zufallszahlengenerator und dann kommen mir noch so ein paar Hilfsvariablen, die ich im Laufe der Zeit jetzt hier noch brauche. So, womit fange ich an? Erstmal baue ich mir einen neuen Zufallszahlengenerator, den brauchen wir ja hier im Laufe des Systems noch. Dann könnte man hier auch eine Zahl mit vorgeben, sodass er immer die gleichen Dinger machen würde. Wenn man was debuggen möchte, wäre das vielleicht ganz praktisch. Ansonsten nimmt man hier einfach einen ganz normalen Pseudo-Zufallszahlengenerator. So, dann hier zur Hilfe suche ich mir mal die Min- und Max-Koordinaten meines Vorgabebildes raus, damit ich mir die merke und nicht zwischendurch hier irgendwas dran ändere. Wenn ich jetzt auf demselben Ding anfange zu malen, dann würden sich die Bounds verschieben. Also ich male auf derselben Ebene, wie ich auch die Vorgabe habe. Das ist jetzt einfach nur, um das hier schneller zu machen. So, als erstes fange ich an, mir alle einzelnen Felder, die überhaupt auf dieser Karte verwendet werden, rauszusuchen. Ich laufe also einmal über die gesamte Karte, gucke, ob da überhaupt irgendwas drauf gezeichnet ist. Hat da überhaupt jemand irgendein Feld hingemalt? Wenn ja, dann hole ich mir dieses Feld
und füge das in meine Liste von Tiles hinzu. Ja, damit habe ich am Ende einfach nur eine Liste mit Türen, Mauern, Gängen, Wänden, was auch immer. So, das sind jetzt alles 1x1-Felder. Das sind also noch keine Muster von 3x3-Feldern oder sowas. Die suche ich mir jetzt zusammen. Also erstmal könnte ich mir die hier noch darstellen. Das ignorieren wir jetzt einfach mal. Die will ich gar nicht sehen, die Einzelfelder. Ich fange jetzt mal an, mir 3x3-Felder oder n-mal-n-Felder hier zusammenzusuchen. Das heißt, ich laufe wieder über die ganze Karte. Eigentlich würde ich sagen, ich laufe immer nur in n Schritten über die gesamte Karte. Also ich nehme, wie ich vorhin gezeigt habe, das erste 3x3-Feld oben links in der Ecke. Dann nehme ich das 3x3-Feld, was sich rechts neben diesem ersten 3x3-Feld befindet und so weiter. Also ich teile das Ganze in 3x3-Felder ein. Ich kann aber auch so ein Sliding Window nehmen, so ein 3x3-Feld und das immer ein Feld weiter bewegen und dann eine Zeile nach unten bewegen und dann noch eine Zeile nach unten bewegen. Also so wie eine Schreibmaschine kann ich dann über das ganze Bild fahren und habe dann nicht nur die 3x3er-Blöcke, die da sind, sondern auch die Zwischenbereiche dieser 3x3er-Blöcke. Dadurch erweitere ich quasi meine Zahl der Möglichkeiten und habe dann vielleicht auch ein paar Fälle abgedeckt, die gerade nicht in mein Raster von 3x3-Feldern gefallen sind. Also muss man ausprobieren, was man besser findet. Ich glaube, die besseren Ergebnisse habe ich erzielt, wenn ich hier in 1er-Schritten durchwandere und nicht in N-Schritten. So, und dann hole ich mir das Pattern, was sich an dieser Stelle befindet, also dieses 3x3-Muster, was oben links in die Koordinate XY hat. Das hole ich mir und füge das zu einer Liste von Patterns hinzu, die ich mir dann hier als Liste merke. So, jetzt habe ich also alle möglichen Muster. Das heißt, ich habe das ganze Feld hier genommen und in 3x3er-Blöcke zerschnitten und die habe ich mir jetzt alle erstmal nur gemerkt. Mehr habe ich noch nicht gemacht. Jetzt will ich aber auch herausfinden, welche Blöcke befinden sich denn daneben. Das heißt, ich laufe jetzt nochmal über die ganze Liste und gucke mir dann für... ich habe, glaube ich, gerade einen Bug gefunden. Wenn ich hier oben plus n mache, muss ich hier auch plus n machen. Sonst macht das keinen Sinn. Aha, deshalb ging das nicht. Okay, ich laufe also wieder über alle Felder und jetzt füge ich zu jedem einzelnen Muster, was ich ja hier vorne schon in All Patterns gesammelt habe, füge ich dann die möglichen Constraints hinzu. Also ich sage ihm, rechts von diesem komplett schwarzen 3x3-Muster dürfen sich nur andere schwarze Felder oder Mauern befinden oder sowas. Also ich füge alles, was rechts davon ist, alles, was links davon ist, was oben drüber ist und was unten drunter ist, merke ich mir und sammle das in einer Tabelle. Warum habe ich das nicht in einer Schleife hier oben gemacht? Warum habe ich das in zwei Durchgängen gemacht? Ich wollte eine Liste haben, wo diese ganzen Patterns nicht mehrfach drin vorkommen. Deshalb habe ich mir die hier in einer Hash-Map, in einem Hash-Set gesammelt. Das heißt, die ganzen Patterns, wenn ich da fünfmal ein komplett schwarzes 3x3-Feld habe, dann merke ich mir das nur einmal und nicht fünfmal. Also die werden alle hier zusammengefasst und dann merke ich mir die hier als Liste All Patterns. Und wenn ich diese All Patterns Liste habe, dann kann ich jedem einzelnen dieser Patterns sagen, du hast jetzt rechts dieses Nachbarpattern und links dieses andere Nachbarpattern und oben dieses nächste Nachbarpattern. Und damit suche ich mir alle möglichen Nachbarn jetzt zusammen und weiß dann, aha, an einem komplett gefüllten Raumfeld können rechts nur folgende drei andere Elemente angrenzen. So, und dann geht das eigentliche Generieren los. Nachdem ich also jetzt diese Nachbarschaftsmatrix quasi aufgestellt habe, dann kommt jetzt das eigentliche Kollabieren dieser Wellenfunktion, also das Ausfüllen meiner Sudoku-Felder, wenn man das so nennen will. So, wie fangen wir damit an? Erstmal bereite ich meine Karte vor. Ich sage einfach mal, das Gesamtergebnis am Ende soll eine Map sein mit Breite mal Höhe Feldern, also Breite breit und Höhe hoch. Ich habe das hier als Liste und nicht als zweidimensionales Array gemacht, weil mir das ein bisschen einfacher schien. Kann man natürlich auch als Array machen. Genau dasselbe geht auch hier mit einer Zufallsinitialisierung. Ich möchte gerne nicht immer, dass er links oben oder so anfängt. Er soll irgendwo in der Mitte oder so sich ein Feld zufällig rauspicken. Und dafür initialisieren wir hier eine Liste mit Zufallszahlen von 0 bis 1. Das machen wir hier unten. Genau, und wenn ich auch noch Texte haben will, dann füge ich auch noch für jedes einzelne Feld, was wir da sehen, ein eigenes Textfeld hinzu. Also wir haben dann Breite mal Höhe Textfelder.
So, und die wollen jetzt alle irgendwie initialisiert werden. Das heißt, ich mache eine Schleife über jedes einzelne Feld, sage dem Feld, du bist jetzt, erstmal hast du alle Möglichkeiten auf diesem Feld. Also da kann jedes beliebige Pattern kann auf diesem Feld drauf sein. Auf unser Sudoku-Beispiel übertragen wird, das heißt, da können alle Zahlen von 1 bis 9 draufstehen. Also ich fülle erstmal mein komplettes Sudoku-Feld mit Zahlen von 1 bis 9 in jedem einzelnen Feld mit Bleistift eingetragen. Die kann ich ja nachher wegradieren, wenn ich merke, dass irgendwas kollabiert ist, also wenn irgendwelche Möglichkeiten sich ausschließen. So, wenn ich Texte darstellen will, dann zeige ich da jetzt auch die Textfelder an. In jedem Textfeld zeige ich an, wie viele Möglichkeiten es jetzt gibt. Wenn ich also 100 verschiedene Patterns in meinem Vorgabebild habe, dann wird hier am Anfang überall 100 drin stehen. Und hier nochmal dieses Rauschen am Anfang einmal drüber gelegt, das brauchen wir jetzt gleich noch. So, dann will ich gerne jedes einzelne Feld meiner Karte irgendwie füllen, entweder mit Wand oder mit Boden oder sonst irgendwas. Das heißt, wir machen eine große Schleife, so lange wie ich noch Felder zu bearbeiten habe, laufe ich jetzt hier diese Schleife durch. Und dann suche ich mir das am besten geeignete Feld aus, um da anzufangen. Eigentlich würde ich, wenn ich ein, nehmen wir an, ich würde ein Sudoku lösen, dann würde ich mir natürlich auf meiner Sudoku-Karte irgendein Feld raussuchen, was schon viele Dinge vorgegeben hat. Zum Beispiel das Feld hier. Ich weiß, auf diesem Feld kann sich keine 3 befinden, weil die schon hier oben ist. Es kann sich keine 4 befinden, weil die schon da ist. Keine 5, keine 6, keine 7, keine 8 und auch keine 9, weil die auch daneben ist. Das heißt, auf diesem Feld hier kann sich nur noch eine 1 oder eine 2 befinden. Alles andere ist hier schon ausgeschlossen. Hier brauche ich also nur 2 Möglichkeiten durchzuspielen, um zu gucken, ob das die richtige ist. Auf anderen Feldern, hier oben zum Beispiel, hier weiß ich nur, dass es keine 3, 5, 7, 6 oder 8 sein kann. Das ist weniger. Also da haben wir mehr Möglichkeiten. Hier ist der Suchraum größer. Das heißt, wenn ich hier irgendwas kollabieren lassen möchte, dann suche ich mir das Feld, wo am geringsten Möglichkeiten drin sind. Und genau dasselbe machen wir auch hier in unserem Algorithmus. Ich suche mir jetzt das beste Feld aus mit dem geringsten Wert. Ich nehme erstmal das Feld ganz links oben und gucke dann, ob irgendeines der anderen Felder einen besseren Wert hat. Ich nehme also die Anzahl der Möglichkeiten auf dem Eaton-Feld und vergleiche die mit der Anzahl der Möglichkeiten auf dem besten Feld. Ich möchte aber bitte nur noch Felder betrachten, wo es auch noch mindestens 2 Möglichkeiten gibt. Denn wenn da schon eine Zahl drin steht, sozusagen, also wenn beim auf das Sudoku-Beispiel übertragen, wenn hier schon eine 9 drin steht, muss ich mir die ja nicht mehr angucken. Da weiß ich es ja schon. Ich will ja nur die leeren Felder füllen. Also das ignorieren wir. Wir nehmen nur die Felder, die mehr als eine Möglichkeit haben. Davon suchen wir uns die beste raus und dadurch, dass wir hier diese Zufallszahl dazu addieren, also am Anfang haben ja alle Felder alle Möglichkeiten. Beim Sudoku hätten jetzt alle 9 Möglichkeiten. Das heißt, wir würden uns jetzt das Feld raussuchen, wo die niedrigste Zahl ist und die haben alle 9. Das heißt, wir hätten keine niedrigste Zahl und deshalb füge ich jetzt hier zu jedem Feld noch diese Zufallszahl dazu. Und damit haben wir dann irgendein Feld, also wir haben dann Werte 9,3, 9,2, 9,8, 9,75, 9,9 oder sowas. Den niedrigsten Wert, irgendwas mit 9,0 so und so, würden wir dann jetzt hier auswählen und würden uns den merken. Als bestes Feld. So, wenn ich zufällig ein Feld gefunden habe, was leer ist, das war, weil ich da noch einen Bug drin hatte, das ist eine Abbruchbedingung, damit ich hier nicht irgendwie in Endlosschleife laufe oder sowas, dann muss ich da rausgehen. So, dieses Feld, was ich mir rausgesucht habe, das hat ja jetzt nur eine gewisse Anzahl von Möglichkeiten. Um das auf das Sudoku-Beispiel zu übertragen, wir haben jetzt das Feld hier rausgesucht, hier möchten wir jetzt bitte anfangen und da haben wir nur die beiden Möglichkeiten 1 oder 2. Jetzt würde ich mir eine von beiden Zahlen zufällig auswählen, also entweder die 1 oder die 2. Ich werfe einen Würfel und gucke, wenn es 1 bis 3 ist, dann nehme ich die 1, wenn es 4 bis 6 ist, nehme ich die 2 sozusagen. Genau dasselbe macht jetzt hier der Würfel. Ich suche mir also für alle Möglichkeiten, die es an dieser Stelle auf meiner Karte noch gibt, suche ich mir einfach eine davon raus. Ich werfe also einen Würfel mit als höchster Zahl der Anzahl der Möglichkeiten hier. Und dann kriege ich eines dieser zufälligen Patterns raus. Ich würde jetzt hier auf Sudoku übertragen, also die Zahl 1 oder 2 als Muster hier rauskriegen. So, und damit jetzt habe ich mir das also rausgepickt und sage jetzt, hier, dieses Feld ist jetzt festgelegt. Auf diesem Feld gibt es exakt
eine Liste mit einer einzigen Möglichkeit, nämlich genau mit diesem Muster, was ich rausgesucht habe. Andere Möglichkeiten werden alle weggeschmissen. Das heißt, die Möglichkeit, wenn ich jetzt auf dem Sudoku die 1 eintrage, dann kann da nicht mehr die 2 sein. Die 2 wird weggeschmissen. Ich nehme nur noch eine neue Liste, wo nur noch die 1 draufsteht. So. Die zeichne ich auch bitte schon mal ein. Also dieses Feld haben wir jetzt schon festgelegt. Ich trage da jetzt schon meine 1 ein oder ich male da jetzt eine Mauer hin oder sonst irgendwas. Wenn ich auch noch die Texte darstellen will, dann zeige ich auch noch die Anzahl der möglichen, der jetzt noch möglichen Zahlen dort an. Also vielleicht ist jetzt nur noch eine Möglichkeit da. So. Und jetzt habe ich ja diese eine Zahl festgelegt. Das heißt, die 1, die ich jetzt gerade festgelegt habe, die kann nirgendwo mehr auf diesen Feldern sein, nicht mehr auf diesem Feld sein. Hier konnte sie eh nicht sein, weil da schon eine 1 war. Und die kann auch nicht mehr hier unten auf diesen 3 Feldern sein. Dadurch ändere ich jetzt hier mein ganzes Gitternetz. Und genau dasselbe mache ich jetzt hier auch. Ich mache mir jetzt einen neuen Stapel mit zu bearbeitenden Feldern und packe da erstmal das Feld, was ich gerade geändert habe, drauf. So, solange jetzt also auf diesem Stapel von noch zu kontrollierenden Feldern, wo dann noch eins drauf liegt, muss ich mir jetzt also dieses oberste Feld hier runternehmen und jetzt alle Nachbarfelder untersuchen. Also nehme die Nachbarfelder und gucke, ob sich jetzt dadurch, dass ich jetzt hier dieses eine Feld festgelegt habe, hat sich jetzt auf den anderen 4 Feldern irgendwas verändert. Und damit das Ganze noch irgendwie sichtbar ist, habe ich jetzt hier immer noch so eine kleine tausendstel Sekunde Pause dazwischen gemacht, damit man das auch gleich noch nachvollziehen kann. So, jedes Mal überprüft er jetzt also, ob hier das Nachbarfeld auch dadurch ein wenig eingeschränkt worden ist. Dazu gehen wir jetzt hier runter in die Collapse-Methode. Wenn ich auf einem Feld bin, was schon festgelegt ist, also wenn da schon was eingezeichnet ist oder wenn es leer ist, dann muss ich hier nichts mehr machen, dann kann ich das Ganze sofort wieder verlassen. Ansonsten muss ich jetzt gucken, was darf denn jetzt hier überhaupt noch sein? Nachdem ich ja jetzt gerade von meinem Nachbarpattern irgendwas festgelegt habe, fällt ja jetzt hier was an Möglichkeiten weg. Das heißt, ich gucke erstmal, welche Möglichkeiten habe ich denn hier überhaupt durch das andere Nachbarfeld jetzt noch zur Verfügung? Und diese Möglichkeiten sammle ich alle in dieser Liste und ja, wenn ich da mindestens 1 gefunden habe, dann mache ich weiter. Ansonsten breche ich jetzt hier ab. Wenn gar nichts mehr möglich ist, dann ist es eh blöd, dieses Feld. Dann kann ich hier eh nichts mehr machen. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt noch mehrere Möglichkeiten gefunden, die man da haben kann. Und dann muss ich diese Möglichkeiten jetzt aus den anderen Feldern rausstreichen. Das heißt, wenn in meiner Liste, wenn die Möglichkeiten, die durch das gerade geänderte Feld überhaupt noch möglich sind, wenn da nicht eine Zahl, die ich noch als Möglichkeit bei mir stehen habe, mit drin ist, dann entferne ich diese Möglichkeit von dem anderen Feld. Also nochmal, wir gucken uns das nochmal hier an. Wir haben hier auf den Feldern, haben wir noch überall die ganzen Möglichkeiten drin stehen. Nehmen wir mal dieses Feld hier, hier könnte eine 1 sein, hier könnte eine 3 sein, hier könnte eine 4 sein, eine 5, eine 7 sein. Ganz viele Möglichkeiten. Jetzt habe ich hier hinten habe ich eine 1 eingetragen. Dadurch weiß ich jetzt, aha, hier kann keine 1 mehr drin sein. Das heißt, ich muss die 1 jetzt aus diesem Feld streichen oder aus allen anderen Feldern dieser gleichen Zeile hier quasi auch. Genauso läuft das auch hier, aber hier wirklich nur bei den direkten Nachbarfeldern. So, wenn ich jetzt da tatsächlich was geändert habe, wenn ich jetzt festgestellt habe, aha, hier kann keine 1 mehr sein, wenn ich wirklich was geändert habe, dann muss ich dieses Feld auch noch abarbeiten, in dem Sinne, dass ich noch die Nachbarn dieses Feldes betrachten muss. Das heißt, ich lege jetzt dieses Feld, was ich gerade minimiert habe an Möglichkeiten, wo ich die Möglichkeiten runtergezählt habe, da muss ich mir jetzt auch noch die Nachbarn angucken, die vielleicht auch aktualisieren. Wenn ich schon bei 1 angekommen bin, dann kann ich mich aber auch direkt zeichnen, dann habe ich nämlich schon eine Lösung gefunden. So, das alles war jetzt die Methode, um das Ganze hier zu kollabieren. Das heißt, wir nehmen uns ein Feld vom Stapel, gucken uns das an. Aha, wir gucken uns alle 4 Nachbarn dieses Feldes an. Hat sich da irgendwas geändert? Ah, bei den 3 hat sich was geändert. Dann packe ich diese 3 auch auf den Stapel. Dann gucke ich mir von den 3 wieder die Nachbarn an und so weiter und so fort. Das kann auch hin und her laufen. Wenn ich im Sudoku ist es ja auch so. Wenn ich links irgendwo jetzt festgestellt habe, ah, da kann nicht die 3 sein,
ah, da muss die 3 hier sein. Wenn die 3 hier ist, dann folgt daraus, dass da die 5 sein muss. Ah, dann kann die 5 nicht mehr auf dem ersten Feld sein. Dann kann ich die da auch wieder streichen. Also ich kann durch eine Änderung, kann ich eine Zelle mehrfach kollabieren. Das läuft also dann da so durch das ganze Kartennetz durch. Ja, das mache ich so lange, wie ich noch Karten hier auf meiner, solange ich hier noch auf meinem Stack noch weitere Nachbarfelder habe, muss ich die alle abarbeiten. Wenn ich das alles gemacht habe, dann habe ich wieder einen kurzen Ruhezustand erreicht und dann muss ich wieder eine Auswahl treffen. Dann muss ich wieder sagen, okay, jetzt picke ich mir wieder die beste Zelle raus, wo am wenigsten Möglichkeiten drin sind und kollabiere die auf einen zufälligen Wert, trage diesen einen Wert dann da ein und propagiere diese Änderungen dann durch alle anderen benachbarten Zellen weiter, die dann wieder auf ihre Nachbarfelder, so eine Telefonlawine, also meine Nachbarfelder und deren Nachbarfelder und die Nachbarfelder der Nachbarfelder der Nachbarfelder. Das alles wird dann aktualisiert und irgendwann machen wir dann hier weiter. So lange, bis alles fertig ist, dann zeichnen wir noch die letzten Felder, die wir vielleicht vergessen haben, hier ein und am Ende geben wir noch aus, wir sind jetzt fertig. Punkt. So. Das alles war jetzt hier der Algorithmus. Vielleicht hier unten noch kurz. Hier ist noch die Methode, um ein Pattern zu suchen. Also ein Pattern besteht aus einer n mal n Liste von Feldern, die da drin stehen. Ja, ein Pattern kann man auch zeichnen. Und für das Pattern musste ich eine Equals und eine Hashcode-Methode machen, damit wir das Ganze schön in den Hash-Sets sammeln und eindeutig identifizieren können. Okay, das alles habe ich euch jetzt hier gezeigt. Und jetzt gucken wir mal, was damit denn bitte passieren mag. Wir haben den Algorithmus gesehen. Jetzt klicken wir auf Play. Er lädt das Ganze nochmal. Und ich sollte vielleicht vorher hier noch unser Game of Life, unseren Zellularautomaten rausnehmen. Den brauchen wir nicht. Dafür nehmen wir jetzt hier den Generator wieder rein. Der Generator hat jetzt 3x3 Felder eingestellt, 30x21 Felder soll die endgültige Karte am Ende haben und als Vorlage habe ich hier Wiese und Wasser gewählt. Wiese und Wasser ist nicht das, was wir gerade sehen. Wir sehen hier gerade Kästchen. Kästchen will ich da bitte reinziehen. Kästchen, so, das. Jetzt fangen wir an zu generieren. So, wir sehen jetzt direkt zu Beginn gleich erstmal hier überall Zahlen. Wir haben überall 58 Möglichkeiten. Und er fängt hier an. Ich mach's mal. Ich gehe mal in eine andere Ansicht, dann können wir da ein bisschen näher reinzoomen. Wir sehen jetzt hier, die ersten hat er ausgewählt. Und dadurch, dass er hier welche ausgewählt hat, sind auf den Nachbarfeldern noch weniger Möglichkeiten. Wir sehen jetzt, wie sich diese Änderungen hier durchpropagieren. Also dadurch, dass ich ein Feld festlege, sinken die Möglichkeiten auf den Nachbarfeldern. Dadurch sinken wieder die Möglichkeiten auf den Nachbarnachbarfeldern und so weiter. Und irgendwann haben wir dann hier immer Einsen. Also auch wenn man es nicht sieht, irgendwo werden immer gerade Zahlen runtergezählt. Irgendwo sinken immer Möglichkeiten. Und wenn es kein Sinken mehr gibt, dann wählt man wieder zufällig eins mit der niedrigsten Zahl aus. Also hier eines dieser Zweierfelder wird jetzt gleich wieder gefüllt werden, wenn wir nicht noch woanders Zweierfelder haben. Ja, normalerweise sind die eigentlich immer hier benachbart. Hier hinten haben wir nur noch 8er Möglichkeiten, das ist ziemlich wenig. Aber gleich, wenn wir das alles hier weiter runtergezählt haben, dann werden hier die Zweierfelder verschwinden. Und jedes einzelne neue Feld, was ich setze, sorgt dafür, dass alle anderen Felder vielleicht aktualisiert werden müssen. Ja, je weniger Möglichkeiten ich hier habe und je mehr Felder festgelegt sind, desto schneller wird der Algorithmus natürlich. Das heißt, unser Gangsystem wächst jetzt immer schneller. Und jetzt sieht es fast so aus wie das, was wir vorhin gesehen haben. So, jetzt haben wir ein fertiges Gangsystem. Jetzt haben wir aber ein kleines Problem. Erstens, es gibt ein paar Felder, für die gab es keine Möglichkeiten mehr. Wir haben jetzt hier also Widersprüche drin. Es gibt also kein Feld, was sich sowohl rechts neben einem vollgefüllten 3x3er befindet, als auch über einem vollgefüllten 3x3er. Das können wir schnell hier in dem Vorgabeding kontrollieren. Hier ist ein 3x3er-Feld. Hier ist ein 3x3er-Feld.
Hier drunter ist kein volles Dreier-Dreier-Dreier-Feld mehr. Das heißt, wir haben hier keine zwei übereinanderliegenden 3x3er-Felder komplett ausgefüllt mit einem links davon liegenden 3x3er-Feld. Hier wahrscheinlich auch nicht. Das hier. Nee, auch das ist ja nicht 6 hoch, das kann gar keine zwei 3x3er-Felder übereinander haben. Also hier gibt es tatsächlich keine Möglichkeit, um dieses Feld auszufüllen. Hier genauso wenig, hier genauso wenig. Ja, jetzt ist die Frage, warum sieht das denn hier so kacke aus? Und in diesem Beispiel hier kommen da so schöne Räume dabei raus. Das hat einen ganz einfachen Grund, denn hier wird nicht nur, wir gucken uns das nochmal hier oben an, hier werden nicht nur die Räume so wie sie sind hier verwendet, sondern die werden auch noch gedreht und gespiegelt. Dadurch, dass man Symmetrieeffekte nutzt, kann man halt die Zahl der Möglichkeiten hier sehr viel höher treiben. Wir können jetzt natürlich auch das Ausgangsbild nehmen und das noch dreimal gedreht und gespiegelt daneben packen und das dann als Ausgangsbild nehmen. Dann würde in etwa das gleiche Ergebnis rauskommen. Ja, aber drehen und spiegeln, das wäre noch eine weitere Möglichkeit, um hier noch ein bisschen bessere Ergebnisse mit diesem Simple-Beispiel zu erzielen. Aber vielleicht müssen wir gar nicht bei dem Simple-Beispiel bleiben. Wir können uns ja auch ein paar andere Beispiele angucken. Also das hier nehmen wir mal weg. Nehmen uns mal hier diesen Dungeon vor. Ganz einfacher Dungeon mit Wänden, ein paar Türen und ein paar Gängen, die dazwischen liegen. So, wenn wir das jetzt verwenden, dann habe ich vergessen, was zu ändern. Moment. Ja, jetzt hat er wieder... Nein! Zu viel geklickt. So, wir wollten ja den Dungeon haben. Das heißt, wir müssen dem Generator auch sagen, hier bitte nicht auf Kästchen, sondern auf Dungeon sollst du bitte die Tilemap auslesen. So, jetzt geht's los. Da ist unser Startpunkt und von dem aus werden jetzt hier nach außen immer weiter die Dungeon-Felder propagiert. Wir haben jetzt 106 Möglichkeiten insgesamt, die gehen aber ziemlich schnell runter, weil hier durch die wenigen Möglichkeiten, das kollabiert ein bisschen schneller als das, was wir vorhin hatten. Vorhin waren es 300 Möglichkeiten, hier haben wir nur 100 Möglichkeiten. Das Ganze geht jetzt also, konvergiert deutlich schneller gegen einen stabilen Endzustand. Ja, jetzt haben wir so einen kleinen Bug hier. Jetzt hat er nichts mehr gefunden an einer Stelle und dann hat er hier irgendwo abgebrochen. Das habe ich noch nicht ganz gefunden, warum es so ist. Und wir sehen auch hier schon, er hat jetzt hier tatsächlich so leere Ecken erzeugt. Woher kommt das? Das liegt ganz einfach daran, wenn ich hier so einen 3x3-Klotz habe, der hier einfach nur diese drei Mauerblöcke hier von dieser Mauer hat, dann sind links daneben ist ja ein 3x3er-Block, der komplett schwarz ist. Das heißt, er hat jetzt hier gelernt, er kann ruhig neben einer durchgehenden Mauer hier kann er was Schwarzes dahin packen. Das führt aber dazu, wenn das jetzt hier der Fall ist, dass er dann hier einfach das abschneidet. Das würde man vermeiden können, indem man hier Eckelemente wirklich in die Ecken reinpackt. Dann könnte man sicher sein, dass er diese Eckelemente dann auch nachbauen würde hier in diesem Raum. Also diese, dass es nicht alles rechteckige Räume sind, hat einfach den Grund, dass wir hier die Räume vielleicht auch nicht ideal in das 3x3er-Raster eingepasst haben. Also da muss man schon ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken, dass dieses Muster, was man hier hat, dann auch wirklich zu guten Ergebnissen führt. Da muss man auch viel ausprobieren. Ich habe hier nochmal eins, Wiese und Wasser. Das ist auch ein ganz einfaches Beispiel. Moment. Ich merke mir mal hier den Generator, den brauchen wir noch häufiger. Also Wiese und Wasser. Den Dungeon möchte ich nicht haben, den Wiese und Wasser möchte ich haben. Ach Mann, okay, war eine doofe Idee. Wiese und Wasser möchte ich gerne haben und Dungeon möchte ich bitte nicht haben. So, also ganz einfaches Beispiel, einfach ein bisschen Wasser auf einer Wiese, wie der Name schon sagt. Aber das führt wirklich zu einigermaßen schönen Ergebnissen, finde ich. Denn damit kann man jetzt hier relativ schnell... eine Seenlandschaft bauen oder Wälder oder was auch immer man sich hier vorstellen möchte. Ist natürlich nicht ganz so schnell wie die wie den Zellularautomaten, den wir vorhin gesehen haben, aber dafür
hat man hier durchaus auch noch mehr Möglichkeiten, noch weitere Elemente hier hinzuzufügen und so weiter. Ja, also im Prinzip haben wir hier einen Generator für selbstähnliche Bilder sozusagen, also was so Richtung Fraktale geht. Man findet hier Elemente aus dem Bild, findet man jetzt hier überall in diesem Bild wieder. Jetzt hängt er hier gerade wieder, weil er hier irgendwo in irgendeiner Ecke noch Zahlen runterzählen muss. Ja, jetzt hängt er wieder fest und hat dann abgebrochen. Da kommen manchmal aber wirklich schöne Bilder raus. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wo hier der Fehler ist. Das finden wir auch noch raus. Na komm schon, mach das ganze Ding voll. Ja, und ich finde, das kann sich doch von der Organik des Ganzen schon ganz gut sehen lassen. Das sieht doch einigermaßen natürlich aus. Und ja, man braucht wirklich nicht viel Künste dafür, um sowas anlegen zu können. Also man muss ein bisschen Trial and Error machen und ja, ein so ein Bild hier mal vorgeben und gucken, was dabei rauskommt. Komm, wir schaffen das. Diesmal kommen wir durch. Ich weiß, es ist langweilig, aber ich möchte das jetzt gerne sehen, dass es hier eine Seenlandschaft fertig wird, ohne dass er jetzt den Rest mit Wiese ausfüllt. Wird jetzt wieder immer schneller, immer schneller, immer schneller. Ich habe übrigens richtig, richtig lange gekämpft, um diesen Algorithmus, so wie er jetzt hier ist, zum Laufen zu bringen. Im Prinzip habe ich hier seit 3 Wochen immer mal wieder probiert, da was mitzumachen. Und ich habe immer wieder Fehler gehabt. Jetzt stürzt er auch schon wieder ab, gleich wird wieder alles grün. Ja, also das war nicht ganz so einfach umzusetzen. Und hier haben wir auch noch eine Zelle, für die es keine Lösung gab. Schade, schade, schade. Ja, aber man kann wirklich schöne Sachen damit machen. Wir gucken uns noch was an. Hier habe ich noch das Pflanzenbeispiel, was wir vorhin schon gesehen haben, versucht nachzubauen. Das wisst ihr was, Leute, wir machen das mal ein bisschen kleiner hier. Wir machen mal den Generator. Aber nur 15 mal 12. Komm, das reicht. Geht dann ein bisschen schneller. Hoffentlich. Achso, wird gerade nicht dargestellt. Warum das nicht? Weil wir noch das Falsche generieren. Wir haben noch hier Pflanzen, aber da ist es noch Wiese und Wasser. So, jetzt aber. Ja, hier haben wir jetzt natürlich nicht vorgegeben, dass die Pflanzen immer am Boden wachsen sollen. Die Erde hat er jetzt also irgendwo hier in die Mitte gepackt und alles andere hat er dann so mittendrin mal aufgefüllt. Hier haben wir ein Element, was mitten in der Luft anfangen kann. Das liegt hier dran, weil sich halt unter diesem 3x3er-Block hier ein komplett leerer Bereich befindet. Also man muss schon darauf achten, wie man seine Vorlagen gestaltet, habe ich ja schon gesagt. Und hier hätte man als Randbedingung noch unten braun mit angeben müssen. Okay, das waren die Pflanzen und jetzt, was haben wir noch, die Mauer. Die ziehen wir auch in den Generator rüber.
Das sind jetzt wieder einigermaßen nette Ergebnisse. Okay, so ein 1x3er-Raum hier ist vielleicht nicht ganz so schön, aber auch so könnte man jetzt tatsächlich irgendwelche Räume anlegen. Die haben jetzt natürlich noch keine Gänge. Die müsste man dann im Nachhinein noch da reinlegen. So, und dann nehmen wir noch Kästchen. Hatten wir schon Wald. Walden war noch ganz schön. Da habe ich nämlich mal ein paar Elemente gemischt. Kästchen hat man Kästchen schon? Kästchen hat man schon. Okay, Wald. Das heißt, wir müssen den auch wieder hier in den Generator reinziehen. Und jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Und jetzt kommt ein Wald mit Seen und Mauern. Also hier Klippen oder was weiß ich. Aber ihr seht auch schon hier sehr viele Möglichkeiten. 387 verschiedene Möglichkeiten. Das dauert dann natürlich entsprechend auch für so eine kleine Map. Wir sehen aber jetzt schön, wie der die hier runterzählt. Man sieht schön, wie sich das immer in so bestimmten Bereichen propagiert. Och, jetzt auch nicht, jetzt hängt er wieder. Nee, es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter. Und wenn es gleich nicht mehr weitergeht, dann sucht er sich wieder einen zufällig aus. Eine 2 wahrscheinlich. Jetzt noch eine 2, noch eine 2. Ja, also der Computer löst gerade quasi ein Sudoku, ein grafisches Sudoku, was dann eine wunderschöne Landschaft ergibt. Ja, das Ganze kann man natürlich auch noch deutlich schneller implementieren, als ich das hier gemacht habe. Vor allem habe ich ja noch die Wartezeiten hier mit drin. Die kann ich jetzt aber auch nicht so einfach rausnehmen. Dann beschwert er sich, dass der Return-Type hier nicht stimmt. Ich starte das Ganze als Coroutine. Ja, aber in jedem Fall kann man hiermit durchaus Level generieren. Man kann das natürlich jetzt auch mit beliebig anderen der Verfahren, die ich euch gezeigt habe, noch kombinieren. Man könnte jetzt also einen Raum erzeugen, man könnte jetzt also zum Beispiel einen Dungeon mit einem klassischen Verfahren erzeugen und könnte das Innere eines Raumes jetzt mit einem solchen Algorithmus hier füllen, mit einem Wave Function Collapse Algorithmus oder so. Das alles war jetzt ein kurzer Einblick in die wunderbare Welt der Algorithmik. Ja, es gibt diese Dungeons seit langem. Sie werden schon seit 40 Jahren am Computer generiert und ja, das ist ein Thema, wo ich mich tagelang drin vertiefen könnte. Ich hoffe, ich habe euch damit auch ein bisschen Lust auf das Thema gemacht und damit kommen wir jetzt auch schon zur Vorschau und zum Fazit. Sind so alt wie das Rollenspiel und Dungeons kann man nie genug haben und Dungeons kann man sich auch vom Computer generieren lassen, wenn man für Dungeons einen guten Generator hat. Und wie solche Generatoren aussehen und vor allem wie sie funktionieren, habe ich heute versucht, euch in dieser Schelmschau nochmal darzulegen. Ich habe euch eine Implementierung des Wave Function Collapse Algorithmus gezeigt und ja, habe euch auch die Nähe zwischen Sudoku und Landschafts- und Dungeon-Generierung gezeigt. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein wenig Freude daran. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr selbst mal was schreibt, wenn ihr schon so einen Algorithmus umgesetzt habt oder wenn ihr selbst einen Lieblingsalgorithmus habt, um Landschaften für Computerspiele oder Rollenspielsitzungen zu generieren. Das war die Schelmschau für heute. In der nächsten Woche geht es natürlich frisch weiter mit dem Neuesten aus Waldemstein-Fischbach von der Collectors Club Convention, die in 2 Tagen stattfindet. Und da werde ich natürlich da sein, werde berichten und werde euch den ganzen heißen Scheiß von da in die Kamera halten. Und darauf freue ich mich schon sehr. Und ich würde mich freuen, wenn auch ihr wieder reinschaut in der Schelmschau 124. Und bis dahin verabschiedet sich euer voller Vorfreude auf die nächste Woche wartender Schelm. Macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.